Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen zum sechsten Fachgespräch Männlichkeiten und Männlichkeitsbilder in der neuen Rechten. Heute ist bei uns die Journalistin und politische Beraterin Dr. Susanne Kaiser zu Gast. Sie ist Autorin des Buches Politische Männlichkeit, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Herzlich willkommen. Ich bin Henning von Wagen und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und diese Fachgesprächsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Gunda-Werner-Institut und dem Netzwerk Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. Das Netzwerk bildet für solche Veranstaltungen Vorbereitungsgruppen und diesmal haben mitgearbeitet Andreas Gosses, Volker Handke, Michael Tunsch und Klaus Schwärmer. Andreas Gosses wird gleich noch für das Forum Männer begrüßen. Das Gespräch werde ich moderieren zusammen mit Volker Handke, der vor allen Dingen einen Blick auf den Chat werfen wird. Dazu gleich noch mehr. Für diejenigen unter Ihnen, die zum ersten Mal dabei sind, möchte ich noch kurz erläutern, worum es bei dieser Fachgesprächsreihe uns geht. Sie und wir nehmen wahr, dass weltweit nationalvölkische, neurechte und rechtsextreme Politiken erstarken. Die AkteurInnen bedienen sich zum Teil verschiedener rassifizierender Zuschreibungen. Es werden ethnische, kulturelle, nationale, geschlechtliche oder religiöse Gruppenidentitäten genutzt und damit eine Politik der Ausgrenzung und Abwertung der als andere markierten Gruppen forciert. Und mit den Wahlerfolgen der AfD ist dieser Trend auch in Deutschland sichtbar geworden. Zwar sind die Wahlerfolge an ihre Grenzen gestoßen und trotzdem stößt das vor allem in gesellschaftlichen Debatten über geschlechtliche Vielfalt und Männlichkeit immer noch auf besondere Akzeptanz. Die Forderung, echte oder wahre Männlichkeit, wie Björn Höcke das mal ausgedrückt hat, wiederherzustellen, wird eben laut erhoben, zum Beispiel von der AfD. Die Auswirkungen dieser Weltsicht sind unter anderem an der steigenden Zahl von rassistischen und gewalttätigen Übergriffen auf alles, was als nicht zugehörig gedeutet wird, abzulesen. So wurden zum Beispiel bei dem Attentat von Atlanta im letzten März 8 Menschen ermordet, 7 der Opfer waren Frauen, 6 von ihnen hatten eine asiatische Zuwanderungsgeschichte. Die aktuelle Zahl der rechtsextremen Straf- und Gewalttaten sind laut Bundesinnenministerium in Deutschland seit 2001 jetzt auf dem höchsten Stand. Gemeinsam ist allen Übergriffen und Angriffen, dass einerseits überwiegend Männer als Täter agieren und es sich andererseits bei den Angegriffenen um rassifizierte, migrantische oder marginalisierte Menschengruppen handelt, zum Beispiel unter anderem schwarze, POC, LGBTIQ+-Personen, aber auch Frauen und Männer, die nicht dem traditionellen binären Bild von Weiblichkeit und Männlichkeit entsprechen. Wir haben uns daher in der Vorbereitungsgruppe gefragt, woran liegt es, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus insbesondere auf Personen, die sich als Männer definieren, so anziehend wirkt. Es gibt verschiedene Erklärungsmuster und Deutungsangebote, diese variieren erheblich, je nach eigener Positionierung, Weltsicht und Kontext. Und da haben wir gesagt, wir konzipieren mal diese Fachgesprächsreihe und setzen uns in dieser näher mit diesen verschiedenen Erklärungsansätzen und Perspektiven auf das Phänomen und auch die skizzierten Entwicklungen auseinander. Beim ersten Fachgespräch haben wir von Professor Fabian Lamp überblicksartig gehört, welche Männlichkeitskonstruktionen er in Rechtspopulismus und Rechtsextremismus begegnet, wie sich diese auf soziale Arbeit auswirken können und welche Handlungsmöglichkeiten er in der sozialen und pädagogischen Arbeit sieht. Im zweiten Fachgespräch hat Sebastian Winter aus sozialpsychologischer Sicht die Frage diskutiert, was rechte autoritäre Modelle in einer komplexer werdenden Welt so attraktiv macht und was das für politische und pädagogische Praxis bedeuten kann. Im dritten Fachgespräch hat
Thorsten Nagel, einen Blick aus der Praxis der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus auf Männlichkeiten und den Zusammenhang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft und rechtsextremer Ideologie geworfen. Im vierten Fachgespräch thematisierte Özcan Karadeniz in seinem Vortrag die Vergeschlechtlichung von Rassifizierung und die Konstruktion einer weißbürgerlichen männlichen Norm in Abgrenzung zu veranderten Männlichkeiten. Denn nicht nur rechtsextreme Männer greifen auf Rassismen zurück, auch bürgerliche Männer reagieren auf gesellschaftliche Herausforderungen mit der Abgrenzung vom imaginierten anderen Mann. Im fünften Fachgespräch beleuchtete Professor Klaus Dörre Dynamiken und Entstehung bzw. Ausbreitung rechtspopulistischer und rechtsextremer Einstellungen bei ArbeiterInnen und mögliche ökonomische und kulturelle Ursachen. Was erwartet Sie heute? In ihrem Buch untersuchte Susanne Kaiser, wie sich sogenannte Maskulinisten im Internet politisch organisieren. Diese Männer sehen sich als benachteiligt und diskriminiert an und machen dafür eine überzogene und zu weitreichende Emanzipation von Frauen in der Gesellschaft verantwortlich. Frauenfeindliches Gedankengut solcher Bewegungen wirkt Susanne Kaiser zufolge mehr und mehr in den politischen Diskurs hinein und zugleich schwören diese Bewegungen ihre Gefolgschaft auf ein traditionelles Verständnis von Männlichkeit ein. Die Folge sind dann zum Beispiel gezielte Droh- und Hasskampagnen in den sozialen Medien gegen Frauen. Susanne Kaiser wird in ihrem Vortrag über ihre Untersuchungen, ihre Thesen sprechen und mögliche Ursachen für diese Entwicklungen erläutern. Und im Anschluss an den Vortrag haben Sie alle Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen, zu kommentieren. Und wir werden über mögliche Schlussfolgerungen für den Umgang damit in politischen, sozialen und gesellschaftlichen Handlungsfeldern diskutieren. Wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion. Das ist unter dem Menüpunkt Reaktionen findet er sich. Sie können aber auch schon während des Vortrags den Chat benutzen, um Ihre Fragen zu stellen. Volker Handke wird den Chat im Blick haben und die Fragen gegebenenfalls auch gebündelt reingeben. Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns als Moderation haben, dann können Sie dazu ebenfalls den Chat nutzen. Und wir versuchen in der Moderation entlang der von Ihnen gestellten Fragen und Wortmeldungen dann die Diskussion zu strukturieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn nicht alle Meldungen und Fragen zum Zuge kommen. Wir sind eine sehr große Runde, im Moment 70. Es hatten sich 120 angemeldet. Schauen wir mal. Und wir haben auch nur begrenzt Zeit bis maximal 18 Uhr. Wir möchten auch darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen und im Chat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, dann werden wir als Moderationsteam gegebenenfalls auch Teilnehmende ausschließen. Ganz wichtig, dieses Fachgespräch wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme haben Sie sich bereit erklärt, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Die bisherigen Videodokumentationen sind schon bereits auf der Website des Gunda-Werner-Instituts zu sehen. Ich werde gleich nochmal den Link dazu in den Chat stellen. Bevor ich nun an Andreas Goses übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben. Der Kollege Gabriel von der Technik, Kolleginnen vom Tagungsbüro, meine KollegInnen im Gunda-Werner-Institut, namentlich Julia Hartlepp. Ohne all diese KollegInnen würden wir Veranstaltungen wie diese nicht realisieren können und deswegen nochmal vielen Dank dafür. So viel zunächst von mir. Ich übergebe jetzt an Andreas Großes vom Netzwerk Forum Männer für seine Begrüßungsworte. Ja, herzlichen Dank, Henning. Auch von mir herzliche Grüße nochmal an euch, dass wir das mit euch zusammen machen können. Aber vor allem möchte ich alle begrüßen, die jetzt teilnehmen und insbesondere Frau Susanne Kaiser. Es ist für uns eine Reihe, die entstanden ist jetzt in der Pandemiezeit, dass wir erstmals auch Online-Veranstaltungen machen. Wir, das ist das Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse.
Uns gibt es seit gut 20 Jahren und wir sind ein unabhängiges Forum von Menschen, die in diesem Feld arbeiten, die sich um Geschlechterverhältnisse und Männlichkeiten versuchen auch zu kümmern in verschiedener Weise, nämlich einerseits in der Theorie, in der Wissenschaft, aber auch in der Praxis. Ich bin zum Beispiel Psychotherapeut, arbeite vornehmlich mit Männern. Und wir haben aber auch diese Debatten angeregt, um einerseits damals in den Austausch zu kommen. Also damals heißt vor 20 Jahren gab es noch relativ wenig Männer, die sich mit den Themen auseinandergesetzt haben. Wir wollten Impulse geben, was wir hoffentlich auch mit dieser Veranstaltung wieder schaffen. Wir waren gezwungen, uns mehr und mehr auch politisch zu positionieren, auch uns gegen Angriffe zu wehren, auch gegen rechte Tendenzen vorzugehen. Und ja, insofern ist es nach wie vor auch ein interessantes Feld, in dem wir uns bewegen. Wir möchten gerne auch dazu anregen, wer Interesse hat, da bei uns mitzuarbeiten, dass er sich bei uns meldet. Dafür sind wir offen und insofern jetzt genug der Worte von mir. Ich freue mich auf den Beitrag von Susanne Kaiser und gebe an Susanne Kaiser ab. Herzlichen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier heute Abend eingeladen zu sein zum Fachgespräch. Danke auch für die nette Einführung, für die Vorstellung dessen, was Sie machen und für die wichtige Arbeit. Ich werde heute Abend ein paar Ergebnisse aus meiner langjährigen Beschäftigung mit dem Thema vorstellen und ja, meine Recherche so ein bisschen auseinandernehmen. Möchte eine kleine Triggerwarnung vorwegstellen. Also ich werde auch ein bisschen zumindest über Gewalt gegen Frauen sprechen und auch über Attentäter, also den Halle-Attentäter beispielsweise. Vielleicht noch kurz was zu meiner Namenspolicy. Ich nenne die Namen, damit Sie wissen, um wen es geht, aber ich versuche dann im Anschluss vor allem die Orte zu nennen, also sowas wie Halle-Attentäter, einfach um denjenigen nicht zu viel Glorifizierung zukommen zu lassen. Genau. Ich beschäftige mich ja in meinem Buch genau mit diesen autoritären Bewegungen, die jetzt eben auch schon genannt wurden, und nenne diese Phänomene politische Männlichkeit und will jetzt ganz kurz nochmal erklären, warum und was ich genau damit meine. Und das ist auch eine der Hauptthesen meines Buches, dass die Backlash-Bewegungen, die wir erleben, die also ungefähr seit 20 Jahren in westlichen Ländern in ganz unterschiedlichen Ausprägungen ja auftaucht und die Vielfalt, die Rechte von politischen Minderheiten und inzwischen auch die Demokratie ganz massiv unter Druck setzen, dass diese Backlash-Bewegung männlich ist. Was bisher viel zu wenig gesehen wurde, und da füllen Sie jetzt mit Ihren Projekten natürlich auch eine Lücke, ist, dass der Aufschwung gerade des Rechtspopulismus, auch ungefähr seit 20 Jahren, dass der eben diese Gender-Dimension hat und dass Männlichkeit einfach ein ganz, ganz zentrales Element darin ist. Das heißt, Männlichkeit hat sich politisiert, und was ich damit meine, ist, dass sie auch zum politischen Programm geworden ist. Das heißt, hegemoniale Männlichkeit, männliche Privilegien sollen wieder dominant werden. Rechtspopulismusforscher wie Kaas Mudde oder Wilhelm Heidmeier erkennen ja schon länger in ihrer Arbeit auch an, dass eine Partei wie die AfD beispielsweise oder andere populistische Parteien und Bewegungen, dass die faktisch männlich sind. Sie werden auch Männerparteien genannt, von Wilhelm Heidmeier zum Beispiel. Das heißt, sie werden von Männern gewählt, sie bestehen aus Männern und so weiter. Der viel wichtigere Punkt aber, der eben nicht gesehen wird oder mit dem sich viel zu wenig beschäftigt wird, ist, dass diese Parteien und Bewegungen aber programmatisch männlich sind. Dass es da darum geht, das Patriarchat zu restaurieren und dass hegemoniale Männlichkeit selbst eben zum politischen Programm geworden ist. Das heißt, hegemoniale Männlichkeit hat sozusagen ein Selbstbewusstsein entwickelt, also ein Bewusstsein über sich selbst, hat Vorstellungen von Männlichkeit, von hegemonialer Männlichkeit reflektiert und da besonders eben das Ideal auch der soldatischen Männlichkeit, der oder heute auch der Alpha-Männlichkeit, also wo Männlichkeit eben assoziiert ist mit Stärke, niemals Schwäche, Kontrolle, Überlegenheit über Frauen, ja, und so weiter. Und das wird verbunden mit der Forderung, dass hegemoniale Männlichkeit wieder die Norm sein soll, wieder universell gültig sein soll.
Und da sehen wir natürlich, also da sehen wir, was sich für ein Paradox auftut, weil eine Norm und etwas, das universell gültig sein soll, ist natürlich eigentlich etwas, was stillschweigend einfach so ist, was nicht in Frage gestellt wird, nicht problematisiert wird. Und hier wird es jetzt von diesen Akteuren aber explizit gemacht und markiert. Das heißt, die reagieren darauf, dass die männliche Norm, die stillschweigend so lange gegolten hat, nach der sich alles gerichtet hat, dass die angefochten wird. Also sie wird erstmal benannt als männlich, es wird ja diagnostiziert, was damit zusammenhängt. Männlichkeit wird problematisiert, wir sprechen schon lange über toxische Männlichkeit auch. Und männliche Rollen, hegemonial männliche Rollen in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Familie, die gehen mehr und mehr verloren. Und auch die Ideale, die daran geknüpft sind, die wandeln sich. Also genau dieses soldatische oder Alpha-Ideal, was ich eben beschrieben habe. Und dagegen formiert sich Widerstand. So, also das ist dieser autoritäre, reaktionäre Backlash, wie ich es nenne. Das heißt, ansprechbar für autoritäre Bewegungen sind Männer, die es nicht schaffen, eine neue Rolle für sich zu definieren oder für sich zu finden. Dieser ganze Backlash, der reagiert auf die Erfolge des Feminismus, die Erfolge des Feminismus in den letzten 20 Jahren vor allem, also dritte Welle Feminismus, die möglich geworden sind durch das Internet. Also das, was wir auch digitale Revolutionen nennen. Das heißt, es gibt plötzlich mit dem Internet eine anders strukturierte Öffentlichkeit, die nicht mehr denselben Hierarchien folgt, wie wir es aus der analogen Öffentlichkeit kennen. Und das haben Frauen und eben auch andere politische Minderheiten genutzt, um sichtbar zu werden. Sie haben sich Räume und Rechte erstritten, wie wahrscheinlich niemals zuvor. Und sie haben damit auch die Strukturen der analogen Welt, beispielsweise durch MeToo, in Deutschland nicht so sehr, aber in anderen Ländern, nachhaltig ins Wanken gebracht. Also gläserne Decken eingerissen oder Gatekeeper in irgendeiner Form umgangen. Diese Möglichkeiten, die das Internet bietet, die nutzen aber natürlich auch die Akteure der antifeministischen Gegenbewegung, um sich zu organisieren. Also das, was die feministische Autorin Angela Nagel die digitale Gegenrevolution nennt. Und da gibt es eben diese Sphäre im Netz, die The Manosphere genannt wird, also die Manosphäre, die ja den Mann auch schon im Titel hat oder in der Bezeichnung. Und das ist also ein Kollektiv sozusagen aus Orten, aus Imageboards, Foren, Websites, die exklusiv für Männer da sein sollen, wo sich Frauen auch nicht zu erkennen geben sollen dürfen. Von manchen wird es auch Dark Social Web genannt. Und in diesen Imageboards und Foren wird Misogynie und Sexismus ausgetauscht und organisiert. Also beispielsweise werden gewaltverherrlichende Videos geteilt, Vergewaltigungen, teilweise sind die auch echt, werden geteilt, Straftaten, also wie Frauen beispielsweise umgebracht werden. Und es werden biologistische Theorien zur Minderwertigkeit der Frau verbreitet. So, das heißt, der äußere Rahmen dieses rhizomartigen Gewimmels an, ja, was es da auch immer gibt an Webseiten und Foren und so weiter, da der äußere Rahmen dafür, den bildet der Frauenhass und die Idee der Male Supremacy, also der männlichen Vorherrschaft und Überlegenheit. Das ist also etwas, was die Geschlechterforscherin Andrea Petö den symbolischen Kitt genannt hat. Das kann man auch auf die Manosphäre übertragen. Das heißt, das Internet bietet die Möglichkeit für eigentlich absolut disparate Akteure und Gruppen zusammenzukommen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und ihre Ideologien untereinander anschlussfähig zu machen, sie auszubauen, sie gemeinsam weiterzuentwickeln. Und das ist das, was wir gerade sehen. Das heißt, der zentrale Punkt ist, dass Männlichkeit nicht nur faktisch, sondern eben programmatisch bedeutsam ist. Und das wird noch deutlicher, wenn wir uns anschauen, welche Akteure da zusammenkommen. Das sind eben Rechte, Rechtsextreme, Rechtspopulisten, eine Gruppe. Dann haben wir Fundamentalisten und religiöse Hardliner, in Deutschland nicht so sehr, aber in vielen anderen Ländern, in Polen, in den USA und darüber hinaus. Und wir haben als dritte Gruppe Maskulinisten, also jetzt im engeren Sinne Maskulinisten. Das heißt also Gruppen von Männern, die eben dieser Male Supremacy anhängen. Die sind ganz heterogen untereinander. Also es gibt Pickup-Artists, die auf evolutionsbiologistischen Grundlagen sich gegenseitig das Wissen vermitteln, wie man Frauen für Sex manipuliert.
Es gibt Männerrechtsaktivisten, die davon ausgehen, dass wir heute in einem Matriarchat leben, in dem inzwischen Männer und Jungs unterdrückt würden. Und dann gibt es die, was für mich die wichtigste Gruppe war, eben die Incels, über die man jetzt mehr hört, also involuntary celibates, sind also unfreiwillig enthaltsam lebende, relativ junge Männer. Also wir sprechen da über eine Altersgruppe zwischen 17 und vielleicht 40, 35, sowas in dem Dreh, die also unfreiwillig enthaltsam sind, die noch nie eine Freundin hatten, die noch nie Sex hatten und die dafür die Schuld nicht bei sich selber suchen oder den Missstand bei ihren sozialen Inkompetenzen, sondern Frauen kollektiv die Schuld dafür geben. Die meinen also, dass sie einen Anspruch auf Sex hätten, der wird ihnen von Frauen nicht erfüllt. Also suchen sie sich Gleichgesinnte im Internet, mit denen sie ja inzwischen eine sehr umfassende Ideologie geschmiedet haben mit sehr geschlossenem Weltbild, wo Gewalt gegen Frauen eine ganz zentrale Rolle spielt, verherrlicht wird, wo es sehr viel um Alpha-Männlichkeit geht. Dem Typus entsprechen Incels natürlich per Definition nicht, sondern sie sind eben Beta-Männer oder noch weiter hinten im griechischen Alphabet. Und die Lösung für diesen Missstand laut Incels ist, dass sie so etwas wie ein Better Male Uprising oder die Incel Rebellion planen. Also die Gesellschaft umstürzen wollen durch koordinierte, orchestrierte Terroranschläge. Das Ziel davon ist, dass sie selber dann herrschen und Frauen zuteilen können, also Zugang zu Sex bekommen. Und wir haben solche Terroranschläge, was sich so abstrus anhört, aber wir haben schon sehr viele davon gesehen, die werden nur nicht so richtig so benannt. Der erste, der so gezählt wird, ist der von 2014, A la Vista von Elliot Roger, der, ich glaube, 6 Menschen und sich selbst umgebracht hat. Der berühmteste oder bekannteste, den man noch so verorten würde, ist der von 2018 in Toronto von Alec Minassian, der mit einem Van über den Gehsteig gefahren ist, 10 Menschen umgebracht hat. Es gab aber also viele, viele mehr. Wir sprechen da über einen, also mindestens zweistelligen Bereich inzwischen. So, Sie sehen schon, allein die Gruppe der Maskulinisten im engeren Sinne ist natürlich super heterogen und es gilt erst recht für rechte Fundamentalisten und Maskulinisten, das ist ja klar. Die kommen jetzt aber in diesem einen Punkt eben zusammen, dass sie Frauen wieder auf einen untergeordneten Platz in der gesellschaftlichen Hierarchie zurückverweisen wollen. Das ist also der kleinste gemeinsame Nenner oder der symbolische Kitt. Und die haben alle dasselbe Feindbild, das ist der Feminismus. Incels, weil der Feminismus Frauen die eigene Entscheidung ermöglicht, mit wem sie zusammen sein wollen. Sie entscheiden sich gegen Incels. Rechte, weil der Feminismus Frauen eine Karriere ermöglicht. Sie bekommen dann im rechten Narrativ weiße Frauen, keine Kinder mehr mit weißen Männern. Da sind wir dann bei der Idee des White Genocide. Und auch nur einen Schritt entfernt von der Theorie der Verschwörungsideologie des großen Austausch. Da kommt dann noch die Komponente Antisemitismus hinzu, also dass das Weltjudentum ganz gezielt den Feminismus instrumentalisiert oder auch erfunden hat, um die Gesellschaft auszutauschen. Also in Deutschland wär's dann mit MuslimInnen, in den USA wurde viel von MexikanerInnen gesprochen. Ja. Und für Fundamentalisten und religiöse Hardliner ist der Feminismus oder ist der Missstand aus dem Feminismus, dass Frauen selbst über ihren Körper bestimmen dürfen. Sie können abtreiben, sie können verhüten und das ist dann gleich ganz apokalyptisch das Ende der Menschheit. Das heißt, es geht immer um das weibliche Selbstbestimmungsrecht bei allen Akteursgruppen und es geht immer darum, Feminismus als Gesellschaftsverschwörung darzustellen. Um gegen Feminismus anzugehen und ja, generell ihre gesellschaftlichen Ziele durchsetzen zu können, üben diese Gruppierungen, die tatsächlich ja auch miteinander arbeiten, Druck auf die Gesellschaft aus, einmal von oben, einmal von unten. Von unten eben das, was ich gerade skizziert habe, durch Terror und Attentäter. Von oben durch Politik und Demagogen, die sie an die Spitze der Politik bringen wollen, also die sie in politische Ämter bringen wollen, sind jetzt natürlich 2 Extreme, die ich hier skizziere. Aber die sind wichtig, weil die einen Eindruck auch auf die breite Masse machen und nach innen sozusagen wirken. Ich möchte jetzt ganz kurz am Beispiel des Halle-Attentäter Stefan Ballett skizzieren, was da eigentlich alles zusammenkommt oder wieso jemand
wie so eine extreme Persönlichkeit am Endpunkt der Radikalisierung sozusagen und am Ende von Redpilling und diesen ganzen Prozessen denkt. Und für mich ist der Halle-Attentäter, ich war da auch Prozessbeobachterin letztes Jahr in dem Verfahren, eine Personifizierung der globalen Bewegung, weil bei dem genau diese Dinge zusammenkommen. Der ist rechtsextrem und der hängt der Incel-Ideologie an oder hat sich zumindest eingehend damit beschäftigt. Und bei dem sieht man, wie das quasi zusammengewachsen ist. Und der verficht auch genau dieses Welt- und Selbstbild. Also fühlt sich als Loser, wie er selbst sagt, weil er keinen Erfolg bei Frauen hat. Und schuld daran sind Ausländer, so sagt er, und Juden und der Feminismus. Also da haben wir genau wieder diese drei Komponenten, die für den großen oder für die Idee des großen Austauschs wichtig sind. Und diese Verschwörungsideologie, die ist deshalb so wirkmächtig, weil sie den Wandel des Männlichkeitsideals, den wir sehen, als gesellschaftlichen Kontrollverlust konstruieren kann. Und das ist das, was es attraktiv macht für jemanden wie den Halle-Attentäter. Der kann nämlich sein persönliches Scheitern, also schauen wir uns ihn etwas genauer an, der saß mit 27 Jahren noch zu Hause bei seiner Mutti im Kinderzimmer, vorm Computer, ist nie rausgegangen. Der hatte keine sozialen Kontakte, keine Freunde, noch nie eine Freundin. Der hat zwei Studiengänge abgebrochen, der ist aus der Bundeswehr rausgeflogen, all sowas. Und dieses persönliche Scheitern, das kann er jetzt dank des großen Austauschs oder mit solchen Ideen ummünzen in eine Ermächtigung. Also er kann sich selbst ermächtigen, indem er für seine persönlichen Missstände und Probleme eine übermächtige Verschwörung verantwortlich macht, die die Gesellschaft infiltriert hat, die die Regierung unterminiert hat. Und er als auserwählter Freiheitskämpfer kann dagegen ankämpfen. Und das ist etwas, was so einer Persönlichkeit Bedeutung gibt. Das heißt, durch sowas wie Terror wird das System von unten erschüttert. Und das wird möglich dadurch, dass das Gefühl des männlichen Kontrollverlusts politisch instrumentalisiert wird. Und dazu kommt, dass eine bestimmte Anspruchshaltung, eine männliche Anspruchshaltung, die sowieso auch gesellschaftlich so sozialisiert wird, dass die nochmal bekräftigt wird quasi. Und das ist der Anspruch auf Herrschaft, also von Weißen beispielsweise gegenüber Nicht-Weißen und von Männern gegenüber Frauen. Plus noch andere Ansprüche, also der Anspruch auf Frauenkörper und so weiter. Und das ist etwas, das haben Sie, Henning von Wagen, natürlich schon angesprochen, was Höcke beispielsweise 2015, also Björn Höcke von der AfD, perfekt instrumentalisiert hat, um Stimmen für die AfD zu mobilisieren. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise hat er diese Rede gehalten, dass das deutsche Volk wieder mannhaft und wehrhaft werden muss und die Männlichkeit wieder entdecken soll und so weiter. Das heißt, er hat Männlichkeit und Flüchtlingskrise zusammengebunden, Antifeminismus und Rassismus und war damit sehr erfolgreich. Und das haben wir bei Trump genauso gesehen. Auch der hat das instrumentalisiert. Mexicans are rapists war eins der schon frühen Zitate im Wahlkampf. Und grab them by the pussy haben wir auch von ihm gehört, wo wieder dieser Anspruch wo er diesen Anspruch eben geltend macht, ne, den er auf Frauenkörper hat. Und damit war er erfolgreich, war Präsident des wahrscheinlich mächtigsten Landes der Welt. Und dass er das werden konnte und dass er in dieses Spitzenamt gekommen ist, hat auch damit zu tun, dass es ein pragmatisches Bündnis, eine Allianz gab aus eben diesen drei Akteursgruppen, die ich benannt habe, die programmatisch eben das Patriarchat restaurieren wollen. Das heißt, die Evangelikalen, also aus der fundamentalistischen Gruppe, haben sich mit der Alt-Right-Bewegung, also mit den Rechten, zusammengetan. Die Alt-Right-Bewegung hat ganz gezielt in maskulinistischen Foren, vor allem in Incel-Foren, nach Stimmen gefischt. Da haben wir also die maskulinistische Gruppe. Und das hat Trump in die Spitze der Politik befördert. So, und da konnte er von oben den Umbau in ein autoritäres System vorantreiben. Das haben wir auch gesehen. Das heißt, in den USA und beispielsweise in Italien haben wir das schon gesehen. In Polen, Ungarn, Brasilien, in anderen Ländern sehen wir es immer noch. Und da spreche ich jetzt nur von den Ländern, wo das Spitzenamt so besetzt war, ja, oder wo eine Partei regiert, die entsprechend denkt. Ich spreche da noch nicht über die AfD oder Marine Le Pen und das Rassemblement National oder ne, irgendwelche Bewegungen, die es ja sonst auch noch gibt. Und das hat Konsequenzen, dieser Druck von oben und von unten. Das heißt, wir sehen einen exponentiellen Anstieg von Gewalt,
gegen Frauen. Also wenn wir beispielsweise über digitale Gewalt sprechen, Vergewaltigungsdrohungen, Morddrohungen, das ist inzwischen normal geworden für Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Sie sollen dadurch aus diesen öffentlichen Männerdomänen, aus der Öffentlichkeit wieder verschwinden. Es wird Druck ausgeübt und das funktioniert. Also Frauen ziehen sich dadurch zurück. Da gibt es jetzt gerade prominente Beispiele. Sarah Lee Heinrich, Jasmina Kunke, die nicht zur Buchmesse gefahren ist. Es gibt Annalena Baerbock, die sich zwar nicht zurückgezogen hat, aber die genauso auch bedroht und angegangen wurde. Und wir sehen den Rollback von oben. Also die Trump-Ära, die war ja tatsächlich ziemlich verheerend, was beispielsweise Rechte auf Reproduktion und so weiter angeht. Bei sexuellen Übergriffen sind die USA um 50 Jahre zurückgegangen, aber auch Abtreibungsrecht oder so, ne, massiv nach hinten zurückgerollt. Und auch sowas wie Transrechte oder generell LGBTQ+ Community-Rechte. Vielleicht erstmal soweit. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt geredet habe, aber ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt auf Ihre Fragen und auf die Diskussion. Ja, vielen Dank bis hierhin. Das war ganz knapp sogar. Nein, es ist von 20 Minuten. Sie hätten ruhig noch ein bisschen mehr sprechen können. Aber vielen Dank. Vielleicht können wir einiges dann jetzt über Fragen und im Gespräch vertiefen. Erstmal vielen Dank für diesen Überblick und Einblick so in Ihre Recherchen. Ich frage mal den Volker, gibt es schon was im Chat an Fragen, was da gekommen ist? Ja, nein, danke. Da ist im Moment noch nichts. Hier freundlicherweise haben einige noch mal was zu Incels gesagt und ein paar Literaturhinweise gegeben. Aber ansonsten ist der Chat noch relativ leer. Gut, ich sehe jetzt eine Wortmeldung. Ich wollte es noch mal sagen, Sie können sich gerne zu Wort melden mit der Funktion Handheben. Die findet man unten im Menü bei den Reaktionen. Jetzt sehe ich im Chat aber auch von Baumhoff eine erste Wortmeldung. Und Harry Friebel. Also Baumhoff, dann genau. Bitte vielleicht kurz vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, und das Mikrofon bitte anmachen. Wir können Sie jetzt wunderbar, noch nicht. Wunderbar, jetzt ja. Können Sie mich hören, ja? Wunderbar, ja. Gut, vielen Dank. Frau Kaiser, ich möchte mich erstmal entschuldigen, ich bin ein bisschen spät gekommen und vielleicht haben Sie meine Frage auch schon beantwortet. Ich bin Anja Baumhoff, Professorin für Kunst- und Designgeschichte an der Hochschule Hannover und ich schreibe an einem Buch über Männlichkeit und Moderne in den 20er Jahren mit Schwerpunkt Bauhaus, wo es auch um faschistoide Tendenzen in dieser modernen Bewegung geht und um Männlichkeitskonzepte in den Texten und Briefen und Tagebüchern der Bauhausmeister. Und mich interessiert von daher dieses Thema Männlichkeit. Und was ich Sie fragen wollte, von dem wenigen, was ich über Incels weiß, habe ich den Eindruck, dass das eigentlich kaum Männer sind, die dann diese Attentate machen. Und ich hatte immer die Frage, ob das nicht auch ein Versuch ist, männlich zu werden, also den Helden der Computerspiele zu ähneln, ob das nicht auch eine Krise der Männlichkeit ist, soll heißen, dass das ein Indikator ist auch für die Abwesenheit der Männer in der Erziehung, die sich zwar jetzt langsam ändert, aber noch nicht in der Generation der Incels. Das heißt, dass diese Männer sozusagen wild geworden, einsam und alleine dort ohne Vorbild und männliche Führung sozusagen ihren Weg verlieren, sage ich jetzt mal so. Weil das sind zwar Männer, die sich darüber beklagen, dass sie keine Frauen kriegen, aber von dem wenigen, das ich weiß, ist es ja auch so, dass sie das wohl kaum versucht haben. Also dass da auch eine kolossale Unfähigkeit ist, überhaupt sich dem anderen Geschlecht zu nähern und diese Rollenvorbilder fehlen oder diese männliche Beratung fehlt. Und dazu wollte ich Sie gerne fragen, ob das ein Versuch der Selbstermächtigung ist, einer gebrochenen Männlichkeit eigentlich. Ja, ganz herzlichen Dank für die interessante Frage. Da haben Sie schon ganz viele ganz wichtige Punkte auch sich selbst beantwortet und angesprochen. Ich nehme jetzt mal an, dass Sie, ich habe es am Anfang nicht richtig verstanden, ob Sie mit die sind eigentlich keine richtigen Männer, meinen nach einem bestimmten Männlichkeitsideal oder weil sie noch so jung sind.
nach ihrem eigenen Männlichkeitsideal. Ich habe den Eindruck, dass die einen Selbstanspruch haben, den sie nicht einlösen können und der sehr durch die Populärkultur geprägt ist. Und dass diese Differenz auszuhalten, selbst so eine Memme zu sein, die zu Hause bei der Mutter auf dem Sofa sitzt und dann aber von Superman zu träumen, dass das auf die Dauer schwer auszuhalten ist und dass dann die Flucht in diese Gewalthandlung ist, wo man dann sich selber imaginieren kann, als der falsch verstandene Held. Ja, ganz genau. Also da haben Sie vollkommen recht. Und das sind eben, also es sind Rollenideale und Männlichkeitsideale, die aus unserer Populärkultur kommen. Also vor allem, wenn man sich mit den Incels beschäftigt, hat man immer das Gefühl, man hat es mit so Teenie-Serien aus den 90er Jahren zu tun, wo irgendwelche Basketballer-Typen oder Football-Typen, ne, die absolut klischeehaft auch aussehen, aber das Aussehen ist super wichtig, ne, die irgendwie muskelbepackt sind, ein scharfkantiges Gesicht haben. Das zeigen auch die ganzen Memes, die sich Incels untereinander tauschen. Es ist wirklich eine Männlichkeitskarikatur des Alpha-Manns, die da gezeichnet wird. Und natürlich, sie entsprechen dem nicht und können diesen, wie Sie genau gesagt haben, ne, sie können diesen Druck nicht aushalten. Und tatsächlich gibt es die Idee, dass man mit Attentaten selber zum Chat werden kann. Also Chats sind diese Alpha-Männer, so nennen sie das. Und dann alle Stacys, so heißen die attraktiven Frauen, dass man dann Zugang zu denen hat, weil man so männlich ist. Und das sehen wir auch in der heiligen Verehrung, muss man sagen, von Attentätern, also sei es Anders Breivik von Utøya, sei es auch Elliot Roger, aber es können auch Rechtsextreme sein, die gar nichts erstmal mit Incels zu tun haben, aber durchaus mit Antifeminismus natürlich, oder der Christchurch-Attentäter Brandon Tarrant. Von all denen gibt es Memes mit Heiligenschein oder eben als Chat-Persönlichkeiten, die quasi den Aufstieg in den Alpha-Olymp gemeistert haben. Daran würde sich für mich noch eine Anschlussfrage ergeben daraus. Eigentlich würde das bedeuten, dass die Männer, die sich ja im Moment sozusagen auch bewegen, da passiert ja unheimlich viel, es gibt ja viele verschiedene Arten von Männlichkeit inzwischen, die gelebt werden können. Aber im Moment ist es ja so, dass wir Feministinnen uns, glaube ich, hauptsächlich damit beschäftigen. Und eigentlich ist es ein Riesenmännerthema, was die Männer eigentlich auch unter sich angehen müssen, weil es auch auf einen, wenn man, ich weiß es nicht, vielleicht ein Defizit an Männlichkeit hinweist. Also da ist jedenfalls eine Ecke, die nicht bespielt worden ist oder nicht bespielt wird oder wo ein Vakuum ist oder wo ein Problem ist. Nein? Ja, doch, das würde ich total unterschreiben. Aber ich glaube, dass das auch viel mehr gezeigt werden muss, inwiefern toxische Männlichkeit eben nicht nur die Freiheit von Frauen einschränkt und von Kindern, ja, ne, da wird immer noch so ein bisschen drauf hingewiesen, sondern ja vor allem von Männern selbst, die sich ja diesen Zwangsvorstellungen von Alpha-Männlichkeit und so weiter, also wie wir es bei den Incels sehen, ja auch hingeben müssen und sich dem unterwerfen müssen letztlich. Also das ist ja in sich schon paradox und eigentlich, also kann nicht funktionieren, wenn man sich dem unterwerfen muss. Weshalb auch jemand wie Jordan Peterson Bestseller schreibt mit ja eigentlich Ratgeberliteratur, also ein genuin weibliches Genre, aber der wird gekauft wie nichts von Männern, wo er Männern sagt, ja, deine Biologie ist das und das und das. Und ich zeige dir jetzt, wie du ein richtiger Mann werden kannst. Jordan Peterson ist, da können wir drüber reden. Da bin ich anderer Meinung, sehr, sehr kontrovers. Ich bin ihm dankbar eigentlich, dass er was macht. Er kümmert sich drum. Das geht in die Richtung, die ich meine, dass Männer sich mehr um andere Männer kümmern müssen. Also er ist bisher der Einzige, den ich kenne, der überhaupt diese Männer erreicht in irgendeiner Form. Und so antifeministisch, wie man ihm vorwirft, ist er nicht. Ich finde, er hat interessante Argumente und seine Kritik teilweise am Feminismus, gelegentlich teile ich die auch. Ich bin selber Feministin immer gewesen, werde es auch bleiben. Aber ich finde ihn interessant und sein Ruf, finde ich, ist unverdientermaßen schlecht. Also ich kann das nicht ganz teilen. Soll heißen, ich würde mir mehr Männer in diesem Spektrum wünschen, die sich dieses Problems überhaupt annehmen und dieser Jungs. Ich denke, dass er unter Umständen auch verhindert, dass noch mehr in diese Ecke driften, weil er sich als Identifikationsidol zur Verfügung stellt. Dafür bin ich ihm dankbar, dass er sich rausstellt und man kann an ihn anknüpfen. Ja. Ich gehe jetzt mal eben ein bisschen dazwischen, damit wir nicht in so eine Dialogsituation kommen. Vielleicht wollen Sie, Frau Kaiser, noch kurz darauf antworten. Ich habe weitere Wortmeldungen, sodass wir so ein bisschen auch noch mal ein paar andere Perspektiven bekommen, ja?
Ganz kurz, ja, da bin ich ganz anderer Meinung, sondern würde eher sagen, dass Jordan Peterson ganz im Gegenteil dazu genutzt wird, junge Männer zu radikalisieren, weil er ja ganz klar auch sagt, es gibt biologisch fundierte Unterschiede zwischen Männern und Frauen und deshalb ist auch die Hierarchie zwischen Männern und Frauen eine natürliche. Männer herrschen über Frauen natürlicherweise. Das heißt, Frauen werden nicht von Männern unterdrückt, sondern von der Natur. Und das ist etwas, was Jordan Peterson ganz klar schreibt in 12 Rules for Life. Und wo das die jungen Männer, Incels, die lesen das ja nicht von vorne bis hinten. Und also selbst wenn, es würde auch keinen Unterschied machen, meiner Meinung nach, sondern die geben sich Memes hin und her mit diesen Ideen. Das heißt, es führt absolut zur Radikalisierung. Ich habe Peterson da anders verstanden. Vielen Dank jetzt an der Stelle erstmal. Ich habe jetzt Harry Friebel, der sich zu Wort gemeldet hat und als Nächster spricht. Ja, vielen Dank, Frau Kaiser. Man hört mich. Ja. Wunderschön. Frau Kaiser, ich habe auch Ihr Buch über politische Männlichkeit gelesen und ich finde es toll, wie Sie in der kurzen Zeit das zusammengefasst haben. Ich bin Hochschullehrer in Hamburg für Sozialwissenschaften, Gender, Männer- und Jungenarbeit und ich finde Ihre Schlussfolgerungen quasi, wie soll ich sagen, so prototypisch, die Schlussfolgerung, dass Frauenhass und Rechtsradikalität mit Sicherheit auf diesen Widerspruch zwischen einerseits dem traditionellen Anspruch auf Privilegien von Männlichkeit und der gekränkten Männlichkeit oder den gekränkten Anspruch zurückgeht. Also wie Sie ja mit Michael Kimmel das mit argumentieren, dass wir hier ein ganz großes Problem haben, dass die traditionelle Männlichkeit immer noch fast naturwüchsig, also so getan wird, als hätte Männlichkeit einen Anspruch auf Privilegien. Das ist das im Grunde genommen das Zentrum des Problems. Und ich würde Frau Baumann raten, Klaus Teweleit zu lesen, der ja in Männerfantasien ganz deutlich so wunderschöne Formulierung hat, nicht zu Ende geborene Männlichkeit, dass diese Männlichkeit, diese rechtsradikale Männlichkeit, ein Bindungsproblem, eine Bindungsproblematik hat, das sehr schön rausgearbeitet. Da kann man diese Grenzen von traditioneller Männlichkeit sehr schön nachvollziehen. Also nochmal vielen herzlichen Dank. Ich finde es auch gut, wie Sie dieses Scheitern, also diesen gekränkten Anspruch thematisieren und das Scheitern von Männlichkeit und diese Selbstermächtigung skizziert haben. Ein Genuss. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht nur ganz kurz ein Kommentar dazu. Warum ich diese Idee von Michael Kimmel auch so gut finde und so profitabel, sagen wir mal, das ist, weil dieser Anspruch und der gekränkte Anspruch ja genau zeigt, dass er sticht sozusagen in etwas, was wir merken, dass Männer sich nämlich eigentlich ohnmächtig fühlen und sagen, wieso, ich habe doch gar keine Macht, ich habe doch gar keine Privilegien, wo habe ich denn Macht, ja, mein Chef kommandiert mich rum und so weiter, ja, das kennen wir ja alles. So, und dass sie nicht gekränkt sind in ihrer tatsächlichen Macht und in ihren tatsächlichen Privilegien, die ihnen vielleicht gar nicht bewusst sind, sondern in ihrem Anspruch darauf, mit dem sie, ganz genau, den sie gar nicht hinterfragen, genau. Ja. Danke, danke. Ja, vielen Dank. Als Nächstes habe ich Tobias Trappe auf der Liste. Ja, vielen Dank, dass ich eine Frage stellen darf. Mein Name ist Tobias Trappe. Ich lehre an einer Hochschule, die für Menschen geschaffen worden ist, die Gewalt ausüben müssen, nämlich an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Duisburg, also in NRW. Und ich habe eine ganz einfache Frage. Ich bin überhaupt nicht in diesem Diskurs drin und habe überhaupt keine Ahnung. Meine Frage ist wahrscheinlich total naiv. Aber wie verhindere ich diese toxische Männlichkeit in einem Beruf oder in einer Welt, die ja nicht durch Selbstermächtigung gezwungen ist, Gewalt anzuwenden, sondern die demokratisch legitimiert ist und unter Umständen tatsächlich gar nicht anders kann, als unmittelbaren Zwang anzuwenden, also Gewalt anzuwenden. Also wir erwarten von Polizeibeamten ja, dass sie das können, Gewalt anwenden, was ich zum Beispiel überhaupt nicht gut kann, merke ich. Gleichzeitig haben wir Angst davor, dass es umschlägt in dieses, was Sie toxische Männlichkeit genannt haben. In der Polizei braucht man Dominanz,
Da gibt es Wettbewerb, auch nicht vielleicht ohne Sinn. Aber wie schaffe ich es, das zu verhindern? Wenn das eine dumme Frage war, dann ziehe ich sie wieder zurück. Nee, im Gegenteil, das ist eher eine Frage, die mich so ein bisschen in die Bredouille bringt, weil ich mir da noch gar nicht, also noch keine Gedanken darüber gemacht habe, wie das eigentlich mit Sicherheitsbehörden ist. Und ich habe mir viele Gedanken über Sicherheitsbehörden gemacht, aber die professionell natürlich Gewalt anwenden müssen. Da wäre meine spontane Antwort jetzt drauf, dass wir ganz unbedingt die Idee oder das Ideal von Männlichkeit von Gewalt trennen müssen. Ich glaube, da liegt das Problem. Und das Zweite, oder wir müssen auch Männlichkeit und Sex beispielsweise voneinander trennen. Das ist jetzt nicht so sehr Ihr Problem bei der Polizei, aber ich glaube, diese beiden Verknüpfungen, Männlichkeit und Gewalt, Männlichkeit und Sex und Absolutsetzungen, also Männer, die nicht gewalttätig sind, Männer, die keinen Sex haben, sind keine Männer. Da sehe ich das Problem. Das heißt, dass professionell Gewalt angewendet werden muss, dafür gibt es, so wie unser System und unsere Welt heute funktioniert, glaube ich, erstmal keine Lösung drauf. Aber das ist toxische Männlichkeit, ist die, also die Idee dahinter sozusagen, das müssen wir trennen. Sondern, also wir sehen ja auch in anderen, also beispielsweise in Bundeswehren oder Heeren anderer Länder, in Israel, dass Gewalt keine rein männliche Sache ist, sondern dass Frauen ganz genauso in der Lage sind, die auch auszuüben. Und das muss, also es muss frei von Geschlechtlichkeit geframed werden. Wäre meine spontane Antwort. Danke. Andreas Großes. Ja, danke. Ich wollte gleich mal dazu was sagen. Ich glaube, die Zuspitzung, vielen Dank, Herr Trappe, in der Polizei vielleicht Gewaltanwendung, typisch männlich konnotiert, aber ja nicht zwangsläufig. Und diese Rückschlüsse sind ja ganz wichtig, da nochmal hinzugucken, inwieweit es eben gerade wichtig ist, auch in Ausbildung von Polizei und aber auch in der Auseinandersetzung von Männern mit Männlichkeit andere Regulationsformen zu finden und irgendwie da eine Erweiterung zu schaffen und eben nicht aufzusetzen auf diese Stereotype, die es ganz oft gibt. Männlichkeit heißt Aggressivität oder Gewalt ausüben oder dergleichen mehr. Da landen wir aus meiner Sicht in Teufelsküche, nicht nur, weil da die Perspektive fehlt, dass, muss ich mal jetzt vorsichtig sagen, auch Männer die Möglichkeit haben, das zu lernen und auch nicht alle Männer gewalttätig sind. Und da es auch gerade hingehen sollte, gerade in der Polizei, zum Beispiel durch Ansätze, die es ja auch gibt, Richtung Diversität zu gehen, eine Vielfalt in der, ja, in sozusagen der Vielzahl von Polizisten auch wiederzuspiegeln und da nochmal anders heranzugehen. Aber gleichzeitig, und das ist ja auch Teil unserer Arbeit, zum Beispiel in der Männerarbeit, zu gucken, inwieweit das diskutabel wird und da auch eine Auseinandersetzung mit Privilegien, aber auch mit Männlichkeit und anderen Regulationsformen stattfindet. Also ich glaube, so ganz blank sind wir da nicht. Da können wir gerne gucken, wie sich das noch weiter ausweiten könnte. Aber das ist ja so auch Teil unserer Debatte hier im Forum Männer, aber auch in der konkreten Arbeit, die wir machen. Hört erstmal soweit. Ja, vielen Dank. Ich habe im Moment keine weitere Wortmeldung. Ich würde gerne nochmal nachfragen. Doch, jetzt kommt Hagen Botek, dann stelle ich meine Frage erstmal zurück. Ja, Hagen Botek. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Hagen Botek. Ich bin Mitarbeiter vom Projekt A4, Männer, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind. Ja, danke nochmal für diesen Vortrag an Frau Kaiser. Sehr spannend. Und ich würde insofern gerne anschließen. Ich habe vorgestern mich doch sehr deutlich aufgeregt bei dem Spiel Bayern-München, was übertragen worden ist. Und da gab es dann von dem Kommentator doch einen Kommentar zu einem Spieler aus Bayern, der von der spanischen Justiz verurteilt worden ist wegen häuslicher Gewalt. Und dem Sprecher fiel nichts anderes ein, doch seine Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass der Spieler doch nicht ins Gefängnis kommt und dass es um ehelichen Streit geht. Das war so das eine. Und das andere, dass dann Herr Hoeneß heute eins nachgelegt hatte und das Ganze als Gaga bezeichnet hat. Also die Entscheidung der spanischen Justiz. Und ich würde das gerne als Aufhänger nehmen, um da nochmal anzuschließen und zu sagen, also solange es solche Männer gibt, die so öffentlich wahrnehmbar sind, und sich nicht entblöden,
ihre persönliche Einstellung dadurch Ausdruck zu verleihen, dass sie das nach außen bringen können und das natürlich auch medial dann weitergegeben wird. Umso schwieriger ist es natürlich auch für andere Männer, ihre Position auch weiterzutragen, nämlich eben mit so einer Öffentlichkeit. Das heißt, ich bin an der Stelle für eine solidarische Männlichkeit, die sich mit den Frauen als Opfern eben solidarisch erklären, weil nicht alle Männer haben ja was von dem System. Das wurde ja auch vor uns schon mal deutlich gemacht und das haben Sie, Herr van Baagen, ja auch schon mal in der Anmoderation deutlich gemacht. Nicht alle Männer sitzen da im selben Boot mit den anderen Männern. Also auch ich fühle mich von der Männlichkeit da zum Teil abgeschreckt und möchte eine andere Gesellschaft. Und insofern wäre es wichtig, dass Männer, die die Öffentlichkeit haben, sich dann entsprechend auch äußern und sagen, nee, wir wollen was anderes. Und für mich ist das, was jetzt nochmal Herr Hoeneß und andere da gebracht haben, eben nochmal ein Beispiel dafür, was alles noch möglich ist. Soweit erstmal. Danke. Ja, vielen Dank. Darf ich dazu was sagen? Ja, gerne. Genau, also ja, herzlichen Dank für den Kommentar. Das ist ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, die Verharmlosung von Gewalt gegen Frauen. In einer Männerwelt, die eben nach männlichen Parametern, also nach männlich gelesenen Parametern funktionieren soll und wo sowas wie Gewalt gegen Frauen einfach keinen Platz hat, sondern eher als störend empfunden wird, wenn es denn mal sichtbar wird. Und da, das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich in meinem Buch mache, dass der Nährboden für sowas wie Terrorismus oder so oder für Incels, die ja extrem sind, dass dieser Nährboden natürlich in der Breite der Gesellschaft liegt, ne, mit total verbreiteter Misogynie und Sexismus und eben ja, dieser Verharmlosung von Gewalt, wir sehen es auch bei Femiziden, wir sehen es in so vielen Bereichen, sehen wir das. Und das wäre eben einer meiner Punkte, dass der Unterschied zwischen einem Incel und einem normalen Mann, wenn es den dann gibt, oder zur Breite der Gesellschaft, dass der eben nicht wesentlich ist, sondern nur graduell. Und deshalb ist es absolut wichtig, da auch über Vorbilder zu sprechen. Ja, das führt mich nochmal zu dem Punkt, genau, Vorbilder, das Thema Prävention. Wie gehen wir eigentlich mit dieser Situation um, dass diese politisierte Männlichkeit, wie Sie sie ja beschrieben haben, jetzt stärker versucht, Einfluss zu nehmen? Wie muss denn da auf welcher Ebene eigentlich reagiert werden? Also zum Beispiel in der Politik, wir haben ja jetzt gerade die Koalitionsverhandlungen der neuen Regierung. Gibt es da was, was Sie sich wünschen würden, was jetzt bezüglich auf das Thema hier vielleicht besonders auch in den Blick genommen wird von der Politik im Hinblick auf Umgang damit, Prävention und so weiter? Ja, natürlich ganz, ganz viel. Also es sind Riesenfässer, die Sie da gerade aufgemacht haben. Also allein schon bei der Politik, wo sich so viel ändern muss, gibt es tausend Sachen, die eigentlich ganz schnell passieren müssen. Also wir brauchen viel, viel mehr Geld für Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder beispielsweise. Ne? Wir brauchen viel mehr Frauenhäuser, Hotlines und so weiter. Das ist die Rettung der Lufthansa im ersten Lockdown war irgendwie 75 Mal so hoch vom Budget her, wie die neu beschlossenen Fördermittel für Gewalt gegen Frauen der Bundesinnenministerkonferenz. 75 Mal, ja, nur die Rettung. Und da kriegt man eine Idee, was für eine Dimension dieses Thema eigentlich hat. Das wäre sowas, was sich sofort ändern muss. Dem müssen natürlich, müssen andere Gewaltbereiche folgen, digitale Gewalt. Ne? Dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist absolut zahnlos bisher. Ja, da muss man Plattformen und so weiter verpflichten, dass die sofort Misogynie und eben vor allem gewaltvolle Misogynie sofort runternehmen. Das muss auch natürlich die Justiz betreffen und auch Sicherheitsbehörden und so weiter. Die müssen geschult sein. Die Justiz muss endlich Femizide und sowas anerkennen, ja? muss Vergewaltigungsopfer ernst nehmen. Wir haben eine Verurteilungsquote bei Vergewaltigungen von in Deutschland, glaube ich, sowas wie 1,2%. Das ist unvorstellbar. Ja? Gleichzeitig gibt es das Narrativ, Frauen würden sich Vergewaltigungen ausdenken, um irgendwas, um den Ruf zu schädigen oder irgendwas Persönliches zu erreichen. Geld, eine einfache Trennung, Sorgerecht, was auch immer. Es gibt tatsächlich Statistiken darüber, wie oft sich Frauen Vergewaltigungen ausdenken. Das liegt so im Bereich von, ich glaube, 2%. So, das heißt, wir haben ein Riesenmissverhältnis, weil ne, in all diesen
in all diesen Dingen. Und auch wenn Frauen zur Polizei gehen und sagen, ich bin vergewaltigt worden oder mir ist das und das passiert worden. Erstmal hat es mit männlichen Beamten zu tun. Dann sind die nicht geschult. Dann gibt es Victim Blaming, all das. Diese ganzen Mechanismen, das muss alles durchbrochen werden. Und da ist die politische Weichenstellung natürlich absolut zentral. Wir brauchen in Schulen andere Curricula, wo eben andere Rollenideale vermittelt werden, andere Rollenbilder auch. Und wir sehen das ja auch in Schulen, auf Schulhöfen, wie sehr immer noch Frauenweiblichkeit als etwas Lächerliches wahrgenommen wird, ne, wie es als minderwertig wahrgenommen wird. Das, was bei kleinen Jungs, die im Einhorn-T-Shirt rumrennen, noch süß ist, spätestens ab der zweiten Klasse macht man sich damit unmöglich. Ein Junge im Einhorn-Shirt oder in Glitzer oder so wird gemobbt, wird ausgelacht. Ja, und das ist andersrum ja nicht so. Also ein Mädchen, was irgendwie sich männlich kleidet, ist dann vielleicht maskulin, ist vielleicht auch besonders tough, aber sie wird nicht ausgelacht. Und da sehen, also es gibt einfach so viele Bereiche, wo das noch wichtig ist. Sexualkundeunterricht. Auch da gibt es so viel zu dekonstruieren. Und eben ganz besonders diese Idee, die medial vermittelt wird, die popkulturell vermittelt wird, dass Männlichkeit an Sexualität geknüpft ist und an Gewalt. So, das muss unbedingt durchbrochen werden. Also es gibt tausend Bereiche, wo man ansetzen könnte. Wir müssten zivilgesellschaftliche Organisationen und Bewegungen, die es ja gibt, die müssen viel stärker gefördert werden. Die überleben ja kaum. Ja, vielen Dank. Das sind natürlich schon, klar, es ist ein weites Feld und das ist aber das, was uns natürlich auch hier im Forum Männer immer interessiert. Was heißt das jetzt, wenn wir diese Analyse haben, einfach für die Praxis, für die unterschiedlichen Felder? Ich würde aber gerne noch eine Frage anschließen. Wir hatten beim letzten Fachgespräch mit Professor Dörre, der sagte, weil Sie auch gerade auf das Thema Dekonstruktion eingegangen sind, also die bloße Dekonstruktion von rechten Männlichkeitsbildern, die zielt ins Leere, sagt er, sofern wir nicht die strukturellen Ursachen angehen, die dahinter stecken. Und ich nehme an, dass Sie das genauso sehen, aber ich wollte es trotzdem noch mal fragen. Das heißt, also übersetzt, in der Politik oder Bildungsarbeit müssen Klasseninteressen wieder stärker in den Blick genommen werden, so würde er das formulieren. Sehen Sie das ähnlich? Ja, klar. Also würde ich auch sagen, wir brauchen aber natürlich auch sowas wie alternative Männlichkeiten. Also dekonstruieren kann man nur, wenn man gleichzeitig was konstruiert. Das ist das, finde ich, was es zu wenig gibt, dass man wirklich, also Männlichkeit mit viel mehr mit Vatersein zum Beispiel oder auch anderen Dingen, Fürsorglichkeit oder so verknüpft. Ne? Das wäre etwas, was ich mir vor allem wünschen würde, dass sich da der Diskurs ändert. Und die rechtsextremen Angebote, die es so gibt, die sind ja nicht, das sind ja, das, die bringen oder die bieten ja kein neues Männlichkeitsideal an, sondern es ist ja ein althergebrachtes, irgendwie wilhelminische Zeit oder ich weiß nicht von wann es ist, aber es ist ja nichts Neues irgendwie. Aber was neu ist, ist, dass die Privilegien, die damit zusammenhängen, verloren gegangen sind. Und das nochmal, also solange diese Verknüpfung besteht, soldatische Männlichkeit, Alpha-Männlichkeit, Privilegien, Hierarchien, Macht, haben wir natürlich ein Problem. Und das, also falls Sie eben darauf angespielt haben, ist in einem neoliberalen System, wo Hierarchien und Konkurrenz und sowas ja ganz zentral sind, um überhaupt zu überleben, also spielt es natürlich nochmal eine ganz andere Rolle. Vor allem, wenn dieses neoliberale System, dadurch, dass der Dienstleistungssektor so groß ist und Frauen so gewohnt, prekär zu arbeiten, Frauen mehr in den Arbeitsmarkt drängen und dann als Bedrohung wahrgenommen werden. Da haben wir das dann nochmal wirtschaftlich gewendet, sozusagen, was genau die strukturellen Probleme und Mechanismen sind. Und deshalb ist es natürlich auch eine Klassenfrage. Plus für viele Frauen, also um es mal umzudrehen, für viele Frauen hat sich der Feminismus, also gerade aus bildungsferneren Schichten, hat sich der Feminismus einfach nicht ausgezahlt. Wenn die an der jetzt ganz blödes Beispiel, aber an der Aldi-Kasse im Schichtsystem irgendwie arbeiten müssen, gleichzeitig die komplette Care- und Hausarbeit übernehmen, dann ist klar, dass sich solche Frauen fragen, ach so, und dabei natürlich nichts verdienen, ist klar, dass sich solche Frauen fragen, was kann das Patriarchat mir vielleicht eher bieten, wenn Männer wieder so viel verdienen und Alleinverdiener sind, dass ich mir ein entspannteres Leben leisten könnte oder dass ich nur noch für meine Kinder da sein kann oder für meine kranke Mutter oder was eben auch immer. Also da kommen die persönlichen Entscheidungen in einem
im patriarchalen System oder einem ökonomischen System, was mich benachteiligt, natürlich eine andere Bedeutung jetzt im Verhältnis dazu. Ja, das ist richtig. Ich habe noch weitere Wortmeldungen jetzt. Hagen Botek hat sich noch mal gemeldet und Kurt. Zunächst mal Hagen Botek. Ich würde das gerne noch mal aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben, Frau Kaiser, nämlich die Frage nach dem gelingenden Leben. Also gibt es denn nicht auch ein gelingendes Leben ohne in einer Beziehung zu sein? Also A, glaube ich, dass das schon immer so war. Ich glaube, es gab schon immer auch eine große Anzahl von Männern, die nicht in einer Beziehung gelebt haben, in dem Sinne auch nicht unbedingt Sexualität in einer Beziehung gelebt haben und trotzdem gelingendes Leben hatten oder zumindest auch gelebt haben. Ne? Und da stellt sich für mich so die Frage, ist nicht die Verbindung von unserer in Anführungsstrichen Leistungsgesellschaft, in der Geld, also die Leistung gleich Anerkennung, gleich die Möglichkeit, sich Dinge zu kaufen und damit sich nach außen entsprechend darzustellen. Und das eben dann auch heißt, ich habe Geld, ich habe, und dazu gehört dann eben auch die Anerkennung als Mann, als Leistung, eine Frau zu haben, eine Familie zu haben, als das, was man braucht, um sich als vollständig zu empfinden, ob das nicht auch eben Teil dieser Leistungsgesellschaft ist und das ein Trugschluss ist, weil das eben kein, das ist nicht automatisch ein gelingendes Leben. Und insofern würde ich eben so die Frage stellen, ob nicht auch das etwas also überwunden werden müsste im Sinne von, gibt es nicht auch ein gelingendes Leben ohne die idealisierte Partnerschaft? Fragezeichen. Ja, absolut richtig. Also es ist ja auch inzwischen rechtes Narrativ geworden, die heterosexuelle Kleinfamilie als Keimzelle der Gesellschaft so wahnsinnig in den Vordergrund zu stellen und immer wieder auch dahin zurückzuwollen. Da sind wir noch gar nicht bei nicht-heterosexuellen Gemeinschaften, aber Sie haben natürlich recht, auch sowas wie alleine leben, alleine das Leben meistern, auch das ist etwas, wo es überhaupt keinen Raum für gibt. Und auch das liegt natürlich daran, dass Männlichkeit an Promiskuität geknüpft wird, ne? Dieses Ideal. Und dass Männer einfach keine Anerkennung erfahren, wenn sie sagen, ich lebe alleine, ich hatte noch nie Sex, ich habe keine Freundin, ich bin auch nicht schwul, ich interessiere mich einfach für andere Dinge. Und gleichzeitig sehen wir das eben bei den Incels, diese totale Fokussierung auf, wenn ich keine Freundin habe, wenn ich keinen Sex habe, dann gelte ich nichts. Ja, eine echte analoge Community habe ich sowieso nicht, aber eben auch online nicht. Und da natürlich, es gibt so viele alternative Entwürfe. Alternativ sagt, es gibt eigentlich eine Norm, allein davon müssen wir schon wegkommen. Es gibt so viele, so vielfältige Lebensentwürfe, die unbedingt mehr im Vordergrund stehen müssen und sichtbarer werden müssen. Ja. Ja, vielen Dank. Kurt, sehe ich hier. Ja, hallo, verzeihen Sie, dass ich das Bild auslasse. Ich sitze total verrotzt und erkältet zu Hause und würde mir das gern sparen, so gesehen zu werden. Aber meine Frage geht in die Richtung, vielleicht ist sie sehr naiv, weil ich mich selbst weder wissenschaftlich noch professionell mit dem Thema auseinandersetze. In der Konstruktion von Männlichkeit, die ja dann sicherlich trahiert, kulturell bisher immer in Abgrenzung auch zu Frau-Weiblichkeit dargestellt wird, würde ich gerne, wenn es möglich ist, das ist keine sehr scharf gefasste Frage, aber wie ist das, wie ist sozusagen der theoretische Überbau oder der Untergrund in der Gegenüberstellung zwischen, dass ich Männlichkeit irgendwie abgrenzen will, soll, muss, Fragezeichen zu Weiblichkeit und etwas Eigenes, ganz Grundständiges dazu reinzunehmen. Also ich habe eigentlich ja immer in der Tradition diese Abgrenzung dazu und so Begriffe, die gerade zum Beispiel fehlen, die Vater sein, Fürsorglichkeit, muss ich das nicht immer irgendwie dann zu Mutter sein und weibliche, mütterliche Fürsorglichkeit beschreiben. Also vielleicht verstehen Sie ungefähr den Rahmen, den ich anspreche, dieses, wie hole ich etwas Eigenständiges und wie steht es im Verhältnis zur Abgrenzung zu weiblichen, fraulichen? Nee, ich finde die Frage gar nicht naiv. Ich finde die berechtigt, weil man ja immer wieder an diesen Punkt kommt, dass man überlegt, was wären denn alternative Männlichkeiten? Wie können wir da hinkommen? Und was
Was ist denn aber dann Männlichkeit oder männlich gelesen? Ne? Welche Eigenschaften? Was ist dann überhaupt noch Männlichkeit? Und ich finde, das ist ein sehr guter Punkt. Müssen wir denn überhaupt so binär denken und in Männer und Frauen unterscheiden? Brauchen wir denn Männlichkeit überhaupt noch? Ich meinte das mit den alternativen Männlichkeit eher so als eine Art, also nicht strategischen Essentialismus, aber vielleicht strategischen, als eine Leiter sozusagen zu etwas anderem hin, was wir erstmal brauchen, um von dieser soldatischen und Alpha-Männlichkeit wegzukommen. Aber ich glaube, eigentlich wäre der viel bessere Trend, dass wir vielleicht Männlichkeit und Weiblichkeit einfach gar nicht mehr so stark in Opposition zueinander bringen, sondern das einfach auflösen. Ich meine, wir sind alle Individuen. Wen interessiert die sexuelle Orientierung oder Identifikation von anderen Personen? Muss das so einen wahnsinnig großen Raum einnehmen, also auch politisch einnehmen? Oder können wir davon nicht einfach wegkommen? Das wäre so, wie ich mir das vorstelle. Ich finde es inzwischen schon fast ein bisschen althergebracht, dass man sich so stark irgendwie mit dem Geschlecht identifiziert, weil es so wenig aussagt und man ja doch immer noch andere Eigenschaften hat. Aber es ist nur meine Idee dazu. Ja, vielen Dank. Das ist ja auch eine Debatte, auch in der queer-feministischen Szene und insgesamt ist ja schon eine lange Debatte darum, ob wir das nicht Geschlechtergrenzen überwinden können, die ja konstruiert sind. Harry Friebel hat sich nochmal gemeldet, dann Andreas Großes und Frau Baumhoff. Harry Friebel. Ja, nochmal vielen Dank für die Diskussion, wobei ich ganz glücklich bin, dass Henning von Bargen Verhalten und Verhältnisse im Zusammenhang gesetzt hat. Das scheint mir von zentraler Bedeutung sein, dass wir nicht nur irgendwelche Habitus- oder Verhaltens- oder Rollenformen diskutieren. Und ich setze noch einen drauf, indem ich sage, also eine dritte Lesart, dass also Männlichkeit ja im Grunde genommen nur eine Zuschreibung ist. Das Männlichkeit ist ja kein physisches Ereignis, sondern Männlichkeit ist eine Zuschreibung. Und ich gehe so weit wie in der feministischen Diskussion seit den 80er Jahren, dass es auch eine Mittäterinnenschaft der Frauen gibt. Frau Thürmer-Rohr, Christina Thürmer-Rohr hat das in den 80er Jahren beschrieben, dass hier Frauen gewissermaßen aktiv partizipieren an dieser Zuschreibung. Und wenn man sich gewisse Politikerinnen, ich denke da an Angela Merkel, ansieht, dann kann man auch sagen, dass da Strukturen von Männlichkeit repräsentiert werden. Also dass Frau Merkel auch diese Zuschreibung im weiten Sinne mit erfüllt. Das heißt, es ist paradox, das mit dem Männlichkeitskörper nur in Verbindung zu sehen, sondern diese Zuschreibung Männlichkeit kann auch und wird auch und ist seit den 80er Jahren im Feminismus diskutiert, kann auch Frauen treffen. Ja, erstmal danke für den Kommentar. Andreas Großes, oder möchten Sie noch was direkt dazu sagen, Frau Kaiser? Gut, Andreas. Ich muss das Mikrofon noch anmachen, gut. Ja, Harry, wollte jetzt nicht gleich darauf eingehen. Ich wollte erstmal nochmal mich bedanken, weil das wäre mein Punkt gewesen, inwieweit wir von der Binarität da nochmal wegkommen, weil das für mich auch eine Frage war bei der Lektüre Ihres Buches. Es fing ja auch gleich im Vorwort an mit die Männer sind die Maskenmuffel und in diese Zuschreibung inwieweit. Da deswegen nochmal danke für diese Klarstellung, dass es eben auch darum geht, nochmal da weiter zu gucken und eben nicht wieder in die Binarität und die Gegensätze zu verfallen. Das wäre zumindest immer auch mein Ansatz, zu gucken, wie ja auch nicht nur, weil irgendwie Frauen darunter leiden, sondern zu Recht. Und das fand ich auch schön, dass Sie gesagt haben, dass es eben auch Männlichkeiten einschränkt und Männer einschränkt, wenn sie sozusagen diesen Idealbildern hinterherlaufen. Und dieses Hinterherlaufen ist ja im Grunde genommen auch nicht erfüllbar. Also das schafft ja keiner, diese Idealvorstellungen zu entwickeln und deswegen ist es so irrsinnig. Und psychotherapeutisch gesprochen bleiben Männer da ja im Minusgefühl, wenn sie diesen Idealbildern hinterherlaufen. Und nach Alfred Adler gesprochen, der den Begriff Minderwertigkeitskomplex geprägt hat, ist das ja dann auch dieses Grundgefühl, ne? Also sich
sich immer im Minus zu fühlen und da eben nicht sich auch zu verbinden mit Menschen, die eben auch anders leben. Und deswegen ist gelingendes Leben ohne Partnerschaft ist ein Punkt, aber auch diese ganzen anderen Aspekte, die da mit reinspielen, das zu dekonstruieren, aber auch, ja, es wurde benannt, andere Vorbilder zu nennen, aber letztendlich auch zu gucken, so was haben wir davon? Klar, das ist nach wie vor eine Ebene, die wir versuchen, in der Männerarbeit stark zu machen und wo es auch darum geht, nochmal zu gucken, wie kann das laufen? Es stimmt sicherlich, dass wir da vielleicht nicht die richtigen Zugänge haben. Ob Petersen da der Richtige ist oder so, bleibt dahingestellt. Aber auch für den deutschen Raum nochmal, deutschsprachigen Raum nochmal zu gucken, wie können wir da noch wirkmächtiger werden? Und da wollte ich meine Frage auch anschließen, inwieweit Sie jetzt nach Ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema nochmal sagen, was sind für Sie weitere Ansatzpunkte? Das war ja auch immer eine Frage für unsere Veranstaltung. Was sind für Sie weitere Ansatzpunkte? Was sollte gemacht werden? Wie könnten wir und andere da auch nochmal tätig werden, um auch aus diesem Dilemma der Zuspitzung rauszukommen? Danke. Wichtiger Kommentar. Indem wir es weiter reflektieren. Ich glaube, vielleicht brauchen wir auch tatsächlich eine Vision, die mal formuliert werden muss für später. Vielleicht gibt es die auch schon längst. Aber dass wir, ich habe so das Gefühl, gerade mit der Identitätspolitik, deren Anliegen natürlich absolut berechtigt sind, aber haben wir eher wieder so eine Reessentialisierung von bestimmten, also zugeschriebenen Eigenschaften, Männlichkeit, Weiblichkeit. Ich finde, man sieht das ganz gut in wenn man Angela Merkel und Annalena Baerbock vergleicht. Na, Angela Merkel wurde gar nicht als Frau so richtig wahrgenommen. Es wurde natürlich thematisiert und es war erstmal ein Skandalon, dass überhaupt eine Frau Kanzlerin werden wollte und so weiter. Aber letztlich hat sie ja alles dafür getan, hat eine ganze Imageagentur beauftragt, um bloß nicht als Frau aufzutreten und da irgendwie anzuecken. Und das ist ihr auch gut gelungen. Ganz anders Annalena Baerbock, die also von Anfang an als Frau aufgetreten ist. Und ich glaube, dass dieses jetzt neue Auftreten als Frau in hohen politischen Sphären, was natürlich total richtig ist, das zu tun, aber dass das andererseits auch wieder so ein bisschen so ein Backfire-Effekt sozusagen hat, weil es wieder zu so einer Reessentialisierung auch führt, wie die ganze identitätspolitische Debatte. Das heißt, ich finde die wichtig als Leiter, als eine Art strategischen Essentialismus, um mal Spivak aus den 90ern zu zitieren, zu haben, aber wir brauchen eigentlich ja eine Vision, wie es danach sein soll. Was ist denn nach der identitätspolitischen Debatte? Was ist denn, wenn wir diese ganzen symbolischen Zuschreibungen wirklich überwunden haben? So, und da, ich finde, es gibt da relativ wenige Menschen, die Visionen für sowas formulieren. Das fände ich wichtig und es muss natürlich in der gesellschaftlichen Debatte und in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung stattfinden, aber ich sehe da eher die gegenläufige Bewegung zurzeit, eher ein Manifestieren von was für Eigenschaften auch immer, was schade ist. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet oder irgendwie einen Hinweis gibt. Okay, scheint erstmal soweit zu sein. Bevor ich zu Frau Baumhoff komme, noch mal eine kurze Nachfrage. Volker Hanke, hat sich im Chat noch was getan, was jetzt auch in die Debatte rein. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ich hoffe, ja, ich muss auf. Ja, nicht wirklich. Also Bernd hat sich jetzt dreimal sozusagen ein bisschen gemeldet. Der hat sich, glaube ich, ein bisschen verärgert, meinte, dass Ratgeberliteratur als weiblich zu konnotieren, das findet er ein bisschen sexistisch. Diese Fußballdebatte fand er irgendwie nach dem deutschen rechtsstaatlichen Verständnis nur gaga. Wünschte sich zurück sozusagen zu unserer ersten Debatte eigentlich die Debatte mit Frau Baumhoff fortzusetzen, was wir ja, glaube ich, gleich machen können. Etwas inhaltlicher, sag ich mal, substanzieller noch oder so, ist Arndt, der meinte so gerade mit Blick auf unseren Titel der Veranstaltung, ob wir bitte etwas detaillierter auf die Männlichkeit in den neuen Rechten eingehen könnten. Das ist so eine Bitte und die korrespondiert natürlich wunderschön mit dem eigentlichen Titel und vielleicht auch dem Ziel dieser Veranstaltung. Vielleicht können wir da in der weiteren Debatte etwas mehr den Schwerpunkt drauflegen.
Soweit aus dem Chat. Vielen Dank, Volker. Dann von Frau Baumhoff. Ja, fände ich auch interessant, mehr Details zu diesen Männern aus der neuen Rechten. Ich bin jetzt natürlich auch mit der Debatte innerlich mitgegangen und bin jetzt auch nicht mehr bei der Debatte da vorne. Was mir immer noch so aufstößt, ist dieser Umstand, dass diese Incels hier ein Konstrukt von Männlichkeit haben, das mir komplett absurd vorkommt. Also wie gerade schon gesagt wurde, viele Männer leben alleine, denen geht's gut. Ich bin als Frau, ich lebe auch alleine, mir geht's damit auch sehr gut übrigens. Und dass man sich darüber definiert, dass Sexualität den Mann ausmacht, ist für mich, also ich staune da immer nur. Wir haben ja nun darüber auch geredet, woher das kommt. Also wir haben da einmal dieses Minusgefühl bei diesen Incels, also ein Mangel an Selbstwert, ein Identifikationsproblem, aber zugleich dann die Terrorseite ist ja die unglaubliche Anmaßung. Also die Anmaßung, das eigene Leid über alle anderen zu stellen und über Leben und Tod zu entscheiden. Und das sozusagen, das scheint so umzukippen. Und ich weiß nicht, ob diese vorhin angesprochene Auflösung der Kategorien männlich-weiblich da hilfreich ist. Ich halte sie nicht für nützlich. Ich komme aus der Sozialgeschichte. Ich könnte keine Geschichte mehr schreiben, wenn ich nicht mehr über Männer und Frauen schreibe. Ich müsste dann über Vergewaltigerinnen schreiben und so weiter und so fort. Ich bin sehr unglücklich über diese Sprachgeschichten, abgesehen davon, dass meine ausländischen Studierenden damit total durcheinander kommen und es überhaupt nicht mehr raffen. Also wir machen das bisher nicht. Und ich bin da auch mit Judith Butler, kann ich da nicht mehr mitgehen. Denn es geht ja meiner Ansicht nach um Interpretationen von Biologie, von Sexualität. Es geht um das, was wir glauben, dass männlich und weiblich ist. Und in dieser Incel-Bewegung scheint das so aus dem Ruder gelaufen zu sein, in vieler Hinsicht, dass da auch ein Mangel an Identifikation da ist und an Identität, die irgendwie noch sozial integrierend ist. Und die immer wieder aufgetauchte Frage heute, was kann man denn da machen, finde ich total wichtig. Ich bin da natürlich nun auch nicht die Expertin, aber das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre mehr Männergruppen, mehr Förderung für Männergruppen und mehr Sozialarbeit von Männern für Männer. Fände ich total wichtig. Ich glaube, dass wir als Frauen dieses Problem nicht stemmen können. Es heißt nicht, dass Männer es alleine stemmen. Ich glaube, wir brauchen ein Gespräch, jeder mit jedem. Aber ich würde mir da sehr wünschen, dass die neue Regierung dafür Gelder bereitstellt und würde kleinere Brötchen backen und konkretere sozusagen. Das fände ich sehr wichtig. Und diese letzte Frage, was passiert da eigentlich in diesen Männergruppen genau und diese rechte Männlichkeit, das fände ich auch nochmal sehr spannend. Danke fürs Zuhören. Ja, danke. Ja, finde ich super wichtige Punkte, Männer ins Boot zu holen. Vielleicht ein ganz kleines Missverständnis. Ich meinte nicht, dass wir Geschlechterkategorien auflösen, indem wir sprachlich jetzt einfach immer gendern oder so in historischen Texten. Das meinte ich nicht. Ich meinte, dass wir sie wirklich auflösen. Also die ganzen, ne, alles, was damit zusammenhängt. Oder ist das natürlich mehr als jetzt nur Sprache. Falls es Missverständnis war, das nur nochmal als Punkt. Und vielleicht nochmal zu den Incels. Wichtig ist da auch, dass die aber von Anfang an misogyn aufwachsen. Also das ist auch etwas, was man merkt, dass die schon sehr früh nicht nur keinen Kontakt zum anderen Geschlecht, ich bediene mich auch immer noch der Kategorien natürlich, haben, sondern dass die früh auch frauenfeindlich sind, auch den eigenen Müttern gegenüber beispielsweise. Das wissen wir aus den Manifesten, die sie hinterlassen haben oder auch aus Einlassungen mit der Polizei, langen Interviews. Minessian zum Beispiel ist da sehr ausführlich, was das angeht. Und zum Thema soziale Integration, das ist ja genau das Problem. Das ist ja genau, wie Radikalisierung funktioniert. Wir haben junge Menschen, die schon misogyn sozialisiert sind, die haben keine analogen Kontakte, sondern gehen relativ früh schon nur ins Internet, treffen da Gleichgesinnte, die auch misogyn sind, treffen sich in Foren, die thematisch organisiert sind. Ne? Und da, also man merkt schon, was für eine Radikalisierungsspirale da natürlich anläuft. Es gibt kein Korrektiv. Wir haben diese YouTube-mäßigen Algorithmen, die, also das, oder es funktioniert wie ein YouTube-Algorithmus, dass der radikalste Post
auch die höchste Aufmerksamkeit generiert. Das ist das, was diese Jungs ganz dringend brauchen. Aufmerksamkeit, wahrgenommen werden, sich in der Boys Group, in der Männergruppe irgendwie zu Hause fühlen, Anschluss finden. Und so, also das, diese soziale Integration, das ist das Riesenthema. Also das wäre etwas, wo auch in Schulen natürlich gearbeitet werden muss, dass mit Eltern auch darüber gesprochen wird, wie viel Medienkonsum, also gerade Internetforen, sowas, ist gesund, ist nötig, ist möglich und so weiter. Ich habe, als ich einen Vortrag für das Demokratiezentrum Hessen gehalten habe, da kam raus, dass die hatten so empirische Forschungen teilweise wiedergegeben, dass schon 11-Jährige in Incel-Foren unterwegs sind. Und das ist, da vielleicht kriegen wir jetzt den Bogen hin nochmal zur Rechten, das ist etwas, was Rechtsradikale natürlich wissen und wo sie wissen, dass sie über Männlichkeitsthemen, über fragile Männlichkeit natürlich ganz optimal rekrutieren können, auch schon zu einem frühen Zeitpunkt, also man sagt auch, Inceltum, Maskulinismus ist eine Einstiegsdroge für dann die noch viel härteren Ideologien und eben vor allem in die rechte Szene. Also, und also ich finde, man versteht, wie das funktioniert, wenn man sich diese Mechanismen des Online-Daseins, des reinen Online-Daseins nochmal so ein bisschen plus der Sozialtypus, den der Incel eben einfach ist, vor Augen führt. Darf ich noch eine Anmerkung machen dazu? Ja, bitte. Also diese Frauenfeindlichkeit dieser heranwachsenden jungen Männer, die ist natürlich, die korrespondiert natürlich mit der innerlich empfundenen Schwäche. Das heißt, da ist unbedingt Therapie angesagt und Erziehungsberatungsstellen und sowas. Da kann man, glaube ich, noch eine Menge machen, wenn die jung sind. Ja, und ich glaube, dass wir da auch mehr Präsenz von anderen Männern, vielleicht sogar auch von Sozialarbeitern im Netz brauchen, in diesen Gruppen. Ich würde gerne noch mal kurz nachhaken, weil wir jetzt sehr viel über die Incels gesprochen haben. Sie haben ja auch in anderen Akteursgruppen auch noch recherchiert. Also wenn wir uns angucken, ob das nun die Identitären sind oder auch in, ich sag mal, im weitesten Sinne religiös-fundamentalistischen Gruppierungen oder ja die Gaming-Plattformen haben Sie angesprochen, wo auch Neonazis zum Teil rekrutieren. Können Sie da nochmal vielleicht drauf gucken, inwieweit da auch gerade mit Männlichkeitsthemen, ob auch bei den Incels eine Rolle spielen oder ob das noch in eine andere Richtung geht? Ja, danke. Spielt eine ganz, ganz große Rolle. Nicht nur Männlichkeitsthemen, also dass eben ein bestimmtes Ideal von Männlichkeit immer wieder wiederholt wird, immer wieder gesagt wird, ja, wir müssen wieder echte Männer werden, echte Männer sind, und dann, ne, folgt dieses ganze soldatische oder eben Alpha-Ideal. Das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil, der auch viel wichtiger, würde ich sagen, ist Misogynie. Also dass immer wieder Frauen abgewertet werden, dass immer wieder auch Feminismus natürlich abgewertet wird, dass über Frauen gelacht wird, dass Pornos hin und her, also wo Frauen extrem gedemütigt werden, hin und her geschickt werden. Und das sehen wir auf allen Plattformen. Das sehen wir beim Gaming, dass dann plötzlich sowas passiert. Wir sehen es ja eigentlich wirklich überall, in allen Foren, auch zu anderen Themen. Also eins der erfolgreichsten Foren sind meistens die bei Reddit und dann die Untergruppen, die Subreddits. Und da sehen wir, wie über diese Männlichkeitsthemen, über fragile Männlichkeit, dann ganz schnell dann geht es um weiße Männlichkeit und dass der weiße Mann ja wieder wer werden muss und gelten muss, was der Feminismus eben korrumpiert hat, und wie man das erreichen kann. Ne? Und schon sind wir wieder in den Verschwörungsideologien, die so unglaublich selbst ermächtigen und die Männern eben wieder Bedeutung als Männer geben, also das dürfen wir nicht unterschätzen als an Wirkmächtigkeit. Diese ganze Manosphäre, das ist ja ein riesiger Raum, über den wir da sprechen. Im Internet. Das sind unglaublich viele, die sich daran beteiligen. Und natürlich nutzen das rechtsextreme Gruppierungen als Rekrutierungspool und auch ganz gezielt. Wir sehen ganz gezielte Kampagnen, wie beim Gaming Leute angesprochen werden. Es wird erstmal so vorsichtig versucht. Na, geht er da mit? Sieht er das auch so? Und dann wird immer weiter radikalisiert und die Ideologien untereinander anschlussfähig gemacht. Das ist, glaube ich, das Gefährlichste. Und dass wir ja kaum noch unterscheiden können, also dass der große Austausch, der ist für alle anschlussfähig. Deshalb wird er ja auch so geteilt, ne? Oder sowas wie das Red Pilling, also die rote Pille, diese Matrix-Allegorie.
ne, das, also was ja steht für gesellschaftliches Aufwachen oder was auch immer. Das ist etwas, was sich alle teilen und wo sie ihre Ideologien eben verschmelzen lassen und damit eben auch die Ideale, die damit zusammenhängen. Und wo es letztlich, also wenn wir es dann wieder in den Terrorismus sehen, in den Akzelerationismus beispielsweise führt. Das sind dann Gruppen wie The Base oder Atomwaffendivision, diese rechtsterroristischen Gruppierungen, die den Rassenkrieg herbeiführen wollen. Ne? Weil sie denken, dass der Feminismus hat uns so weit gebracht, dass wir jetzt eigentlich nur noch, also der Rassenkrieg kommt sowieso, in Anführungszeichen natürlich, der kommt sowieso und wir wollen ihn jetzt schneller herbeiführen durch Terroranschläge. Und das, ja, und mit sowas haben dann sehr junge Leute schon sehr, sehr schnell zu tun. Und das hinterlässt natürlich einen Eindruck. Ja, vielen Dank nochmal für diese Erweiterung. Ich habe jetzt Andreas Großes und Hagen Botek nochmal. Andreas. Ja, vielen Dank dazu nochmal. Ich meinte da einen Widerspruch zu sehen in diesem, dass Sie einerseits ja in Ihrem Buch die Spitze des Eisberges beschreiben, die Identitären, die Incels und dergleichen mehr. Und da nochmal deutlich wird, wie wirkmächtig auch Geschlechterkategorien nach wie vor sind. Und die einfach jetzt beiseite zu lassen und sich da nicht mehr auseinanderzusetzen, wäre aus meiner Sicht überhaupt nicht der Weg, sondern gerade irgendwie das aufzuarbeiten und auch gerade zu sehen, wie sich da Dinge reproduzieren, auch gerade, um mit Freud zu sprechen, diesen Wiederholungszwang zu durchbrechen. Und da hinzugucken, was da auch für Wechselwirkungen sind. Ich hatte den Minderwertigkeitskomplex angesprochen und da auch die Wechselwirkung zwischen Kleinheitsgefühlen und Größenwahn, was zwei Seiten einer Medaille sind, wo was kompensiert werden soll durch zum Beispiel diesen Aktionismus in welcher Form auch immer. Und dass da es so wichtig ist, auch das aufzuarbeiten und sich mit Privilegien und mit Männlichkeitskonstruktionen auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Arbeit ist. Gut, ich spreche jetzt auch da wieder als Psychotherapeut, der versucht, das anzubieten dann auch, gerade auch in Männergruppen oder in der Einzeltherapie oder wie auch immer. Aber auch auf politischer Ebene gibt es ja zum Glück auch Ansätze, wo dort etwas gemacht wird, wo sich das Bundesforum Männer zum Beispiel gegründet hat und dergleichen mehr. Aber auch da so ein Gegensatz eben nicht stattfinden sollte, sozusagen, welche Gelder werden für Frauen und welche für Männer zur Verfügung gestellt, sondern dass wir gucken, wie dort auch politisch zusammen von den Akteuren, die Geschlechterpolitik auch nochmal progressiv gestalten wollten, hinbekommen. Und ich glaube, dass es da schon wichtig ist, auf die Akteure zu gucken, auch gerade nochmal auch symbolische Ebene. Ja, wir haben eine Bundestagspräsidentin jetzt aus meiner Heimatstadt Duisburg, aber das ist in gewisser Weise ja ein erster kleiner Schritt wieder. Wo kommen wir da weiter und wie kann da politisch auch nochmal das mehr fundamentaler auch gesetzt werden, dieses Thema? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das Thema mehr auf die Tagesordnung kriegen und sowohl politisch als auch persönlich, nicht nur in Therapie, sondern auch in anderen Formen uns da auseinandersetzen. Und ich hoffe, ich habe Sie so da richtig verstanden, dass Sie jetzt nicht sagen, wir lassen das Thema mal einfach beiseite, sondern dass die Aufarbeitung und Auseinandersetzung damit ganz wichtig ist. Deswegen frage ich da nochmal nach. Nee, ist ja auch gut, dass Sie nachfragen. Ich würde mich ja arbeitslos machen, das hat, glaube ich, vorhin, kam vorhin schon mal, ich würde mich ja arbeitslos machen, wenn ich das fordern würde. Es ging mir mehr darum, dass Visionen skizziert werden müssen. Also eine Vision, die nicht jetzt gleich umgesetzt werden kann, sondern die für die Zukunft irgendwie als Idee dasteht, dass man weiß, wo soll was hinführen. Aber dass wir jetzt erstmal natürlich die Auseinandersetzung brauchen und dass es kein schneller Weg ist und schon gar kein Sprung, sondern eben, wenn überhaupt, ein Weg, das ist natürlich völlig klar. Und wir müssen es auseinanderdröseln. Ja, absolut, natürlich. Ja, vielen Dank. Hagen Botek hat sich... Jetzt ist er, glaube ich, nicht mehr zu sehen. Noch aktuell die Nachfrage? Noch aktuell? Ja, gut, okay, weil die Hand weg war. Ja, ich wollte nicht die ganze Zeit die Hand immer hochheben. Ich dachte, Sie sehen das und Sie werden mich schon nehmen.
Ich würde das Argument von Herrn Gosens gerne nochmal verstärken. Und zwar insofern, dass wir in einer, wir leben ja in einer dualen Gesellschaft. Also das Thema Männer und Frauen ist ja nach wie vor entsprechend wirkmächtig. Zumindest erlebe ich das so. Und das, was ich vorhin nochmal gesagt hatte, Leistungsgesellschaft unterstützt das ja auch. Insofern glaube ich, ist es, sollten wir auch aufpassen, weil es ja auch Bedürfnisse und Wahrnehmungen von Männern gibt, dass sie ja tatsächlich ein Stück zurückfallen. Also wenn ich mir die letzten Jahre angucke und sehe, in Anführungsstrichen, wie erfolgreich Frauenhäuser, Frauenzentren und feministische Bewegung dafür geworben haben, dass, dass es da eine Gleichstellung zu geben hat und dass es da mehr Beachtung geben muss, dann kann ich auch nachvollziehen, dass es einen Teil von Männern gibt, die sich in ihren eigenen Bedürfnissen, gerade wenn es um Sorgerechtsentscheidungen und Beziehungsentscheidungen geht, also und das ist das Feld, in dem ich nur auch einen Teil arbeite, dass es da auch Eindrücke gibt, da kann ich Männer nachvollziehen, dass sie sagen, Moment, wo bleiben wir? Oder wenn ich in die ostdeutschen Länder gucke, nach Brandenburg, wo es eine Abwanderung von Männern gab und also von klugen, nicht eine Abwanderung von Männern, sondern von klugen Frauen, erfolgreichen Frauen, die woanders ihr Glück gesucht haben. Und wo natürlich auch die Frage von Männern da ist, was wird aus uns? Also Männern im Sinne von Menschen. Und dass es Bedürfnisse gibt, da hinzugucken und dann nochmal für sich klar zu entscheiden, was sind tatsächliche Argumente im Sinne von, wie erlebe ich meine Lebenswelt und welche Möglichkeiten habe ich in denen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber wo geht es tatsächlich um Frauenhass und wo geht es auch um Argumente, da geht es dann eben nicht mehr um die einzelnen Bedürfnisse, sondern da wird was nachgequatscht, da wird was genutzt, da wird einem Ideal hinterhergelaufen oder da werden Argumenten hinterhergelaufen von einem Herrn Höcke. Also da nochmal genau zu sein, um zu schauen, also gibt es in dieser Diskussion, wo gibt es entsprechende Bedürfnisse, auf die muss man auch gucken und hören und die auch wahrnehmen und wo muss man aber auch gut dagegen stehen. Und da wünschte ich mir zum einen Teil auch aus der Politik heraus entsprechende, entsprechende Darstellung von Männern, die dann eben auch sagen, oder von öffentlichen Personen, die auch gute Vorbilder sind mit ihrem Leben. Kann man noch weiter ausführen, aber ich lasse es mal da. Ja, vielen Dank. Frau Kaiser? Ja, da finde ich, dass gerade die, also es ist ein super wichtiger Punkt, und dass gerade Incels und Männerrechtsaktivisten also allen Belangen von Männern ja tatsächlich einen ziemlichen Bärendienst erweisen, weil sie total den Blick verstellen auf tatsächliche Benachteiligungen und auf Missstände, die es ja gibt. Also die Männerrechtsaktivisten beispielsweise, die sich ja mal zusammen mit dem Feminismus, also zweite Welle Feminismus gegründet haben und selber auch als Feministen verstanden haben, die haben ja durchaus einen Punkt. Natürlich gibt es Benachteiligungen, wenn es um Sorgerecht geht oder was auch immer, um Elternzeit danach wieder in den Job zurückzuwollen. Die gibt es, aber durch den Turn, die diese Gruppen genommen haben, geht es darum einfach nicht mehr. Ja, das wird verdrängt, dieses eigentlich wichtige Thema. Und das Gleiche bei Incels. Ich werde manchmal von absoluten Beginnern, so würde ich die nennen, also von Menschen, die einfach beziehungslos sind, unfreiwillig sexlos, gefragt, warum denn jetzt alle in einen Topf geworfen werden. Und das ist natürlich, das will ich natürlich überhaupt nicht, die mitstigmatisieren sozusagen. Aber das ist was Incels sozusagen nach sich ziehen, dass wir plötzlich denken, in der ganzen Debatte, dass jetzt alle sexlosen, beziehungslosen Männer gleich einer Incel-Ideologie anhängen würden. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Das sind also wahrscheinlich die allerwenigsten. Aber das, also da finde ich auch, müssen wir viel, viel differenzierter auch in den Debatten werden und viel stärker abgrenzen und die anderen Themen eben auch sichtbar machen. Und also da, sicher muss es dafür Förderungen geben, auch von politischer Seite. Und eine viel stärkere, das ist das, was mir so ein bisschen fehlt, eine viel stärkere Zusammenarbeit auch von Männern und von Frauen. Das ist irgendwie der Feminismus, der ist so sehr weiblich dominiert, also weiblich gelesen dominiert geworden. Und das ist sehr schade, finde ich. Ich bin auch überrascht, wie viele Männer heute zum Beispiel hier zuhören. Normalerweise ist es wirklich so ein Preaching to Believers, was ich in vielen Veranstaltungen betreibe, was total schade ist, weil ich eigentlich ganz andere Menschengruppen, die es eben noch nicht wissen, erreichen möchte. Und ich, also da muss sich einiges ändern. Ja, vielen Dank. Frau Baumhoff. Ich möchte nur kurz einwerfen, beziehungslos ist doch noch lange nicht sexlos. Also das hier gleichzusetzen, habe ich jetzt gerade so verstanden.
Nee, nee, ich habe es nebeneinander gesetzt, beziehungslos oder sexlos oder beides. Nein, nein, überhaupt nicht. Sehr gut. Wir kommen ja nochmal, auch was Herr Bottek gesagt hat, auf diesen Punkt, dass der Feminismus, es klingt jetzt komisch, das zu sagen, aber dass der Feminismus den Männern eigentlich zu wenig gebracht hat. Wir sind ja eigentlich mit dem Feminismus an einem Punkt, wo wir, meine ich, wo wir als Frauen sehen, dass wir alleine so nicht weiterkommen. Wo wir sozusagen zurückkommen, zu sagen, wir wollen natürlich unsere Situation verändern und verbessern. Da ist viel geschafft worden, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir gern wären. Ja, aber ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir sehen, dass wir uns Männer wie Frauen gemeinsam ein Stück weiter entwickeln und verändern müssen. Und dieses Defizit an dem, was am alten Feminismus eben dran ist, das ist die Frage, wie wir da eben auch, wie wir da eben darauf reagieren, wie wir da weitergehen. Ja, das ist für mich ein großes Fragezeichen im Moment. Also ich bin mit Leib und Seele wirklich Feministin und immer gewesen und werde das auch immer sein. Aber ich habe den Eindruck, wir müssen uns öffnen und erweitern und da müssen andere Sachen passieren als nur jetzt das Gender-Sternchen. Ja. Und ich bin auch ein bisschen ratlos, was jetzt genau. Ich glaube, wir gehen da jetzt, da gehen wir in eine neue Debatte über. Ja. Ich würde auch nicht von dem Feminismus sprechen, sondern von Feminismen. Natürlich. Das gibt ja sehr unterschiedliche Strömungen und so weiter. Also da, ich würde mich auch selber als Feministin verstehen und bezeichnen. Aber was ich, glaube ich, wichtig finde, ist dieses gemeinsame Weiterdenken und gucken, wie kommen wir an dem Punkt weiter. Das finde ich ja einen richtigen Ansatz und eine richtige Botschaft da aufeinander zuzugehen und zu gucken, was haben wir da für unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen jeweils gemacht. Der Chat hat sich gemeldet und möchte noch was einbringen, sehe ich gerade. Ja, hallo, vielen Dank, Henning. Ja, es wird hier nochmal doch fokussiert und gesagt, wir haben hier einen Titel in der Veranstaltung und der scheint doch ein bisschen hier verloren zu gehen. Und deswegen doch nochmal, gerade nochmal, Arndt hat nochmal insistiert, bitte lasst uns nochmal etwas mehr über die neuen Rechten sprechen. Wie der Titel hergibt, lass uns bitte etwas mehr über die Persönlichkeiten dort, die Männlichkeiten in den neuen Rechten sprechen. Und so interpretiere ich den Art nun mal, dass jetzt der Feminismus hier so im Vordergrund steht und wer sich jetzt zum Feminismus bekennt oder nicht bekennt, wurde getan. Ist auch schön, ist auch nett, aber vielleicht wäre es mal ganz sinnvoll, noch etwas fokussierter nur noch das Ziel und der ganzen Veranstaltung. Wir nähern uns ja auch tatsächlich schon dem Ende. Also die Frage ist gestellt, was ist nun mit der Männlichkeit in den neuen Rechten. Wie sieht es dort aus? Die neuen Rechten bitte stärker in den Fokus rücken, etwas weg von Incels, etwas weg von den verschiedenen, sagen wir mal, Subidentitäten. Die neuen Rechten, das ist hier gefragt. Welche Männlichkeiten, männliche Persönlichkeiten treffen wir hier an? Bisher, wenn ich das jetzt doch mal ein bisschen noch differenzieren darf, es wurden ein paar Sachen genannt, aber die bleiben ja doch sehr schlagwortartig. Soldatisch, Alpha-Männlichkeit, Misogyn, Antifeminismus. Vielleicht kann man das ein bisschen differenzieren, welche Männlichkeiten denn tatsächlich bei den neuen Rechten so anzutreffen sind. Dankeschön. Gut, da haben wir vielleicht auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich frage trotzdem nochmal Frau Kaiser, ob sie dazu nochmal was sagen möchte. Ja, also das ist natürlich auch eine sehr, sehr große und breite Frage. Also wenn Sie da so ein bisschen konkreter fragen könnten, weil viele von diesen neurechten Männlichkeiten, ich könnte jetzt ein paar Eigenschaften aufzählen, aber wahrscheinlich kennen Sie Martin Sellner zum Beispiel ja selbst auch. Und klar unterscheidet er sich so ein bisschen vom Neonazi-Typ der 90er Jahre oder eigentlich sogar ziemlich deutlich. Vor allem darin, dass diese Männlichkeit viel salonfähiger geworden ist durch ein viel auch smarteres Auftreten, dadurch, dass Frauen auch an Bord geholt wurden beispielsweise und es dadurch moderner aussieht, moderner verkauft wird, muss man sagen. Aber wenn Sie mir konkrete Fragen stellen, dann versuche ich natürlich gerne darauf einzugehen. Also wenn Sie noch mal sagen, was Sie genau wissen wollen. Also ich kann das selber gerne versuchen, aber vielleicht möchte Arndt das selber tun. Ja, ich versuche es nochmal. Hört man mich? Ich denke jetzt wohl. Ja. Ja, ich hatte jetzt eigentlich so tatsächlich so ein bisschen gehofft, ich mach mal Licht an,
Nee, bringt nichts. Dass man so ein bisschen auf die Person, ob Sellner, ob Höcke, wie die in die ihren Bewegungen, ob AfD, identitäre Bewegung, wie die da reingekommen sind, wie die mit ihren Mitteln Bewegungen manipulieren, für sich gewinnen etc. Da hätte ich gerne unter dieser Titulierung mehr über diese Person, jetzt diese beiden Beispiele finde ich auch sehr gut, der Sellner und der Höcke, dass man da detaillierter drauf eingeht, speziell halt in der neuen Rechten. Das war so mein Anliegen. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, ein bisschen besser verstanden. Danke nochmal für das Konkretisieren sozusagen. Ja, mit ganz unterschiedlichen Strategien. Also Björn Höcke, würde ich sagen, ist eher noch ein bisschen mehr so alte Schule rechts. Er romantisiert sehr das deutsche Erbe, das deutsche männliche Erbe. Also spricht in seinem Buch, was so ein Interviewband mit ihm ist, sehr viel über seinen Opa und was das noch für ein Mann war. Erzählt so kleine Geschichten, wie der Opa sich mal beim Rosenschneiden ohne Handschuhe natürlich in den Finger sticht und dann so Sachen sagt wie, naja, so ein echter deutscher Mann, der schneidet die Rosen natürlich ohne Handschuhe. Also ja, klassische, harte, soldatische Männlichkeitsvorstellung. Und Björn Höcke ist einer, der ganz geschickt diese Idee vom gesellschaftlichen Kontrollverlust durch fehlende Männlichkeit, durch den Feminismus, der unsere Gesellschaft verweiblicht, verweichlicht, siehe, wir haben eine Kanzlerin, wie das ein Einfallstor wird für fremde Invasionen, also Flüchtlingskrise, ne, muslimische Bevölkerung oder was auch immer. Und das aneinander zu knüpfen, zu sagen, nicht mehr zu sagen, die deutsche Nation, dafür soll dein Herz jetzt schlagen, weil das so abstrakt ist, ne, sondern die Gefahr ganz konkret heranzuholen, ganz konkret mit Männlichkeit da zu Angst zu machen auch. Ne? Deine Frau, deine Kinder könnten vergewaltigt werden von, weil du nicht mehr männlich bist. Ne? Du musst jetzt wehrhaft werden. Du bist derjenige, der das verhindern kann. So, das sind die zentralen Strategien von jemandem wie Höcke. Der würde nie, er hat es ja als Landolf Ladig getan, aber er ist, glaube ich, vorsichtig und politisch strategisch genug, dass er nicht direkt den großen Austausch irgendwie auf den Tisch bringt, sondern das immer sehr sehr so an oder in Chiffren spricht und so ein Wolf-Whistling, müsste man da sagen, betreibt, ne? Dass die seine Anhänger schon verstehen, was er da sagt und was er meint. So. Und wir haben gesehen, wie das funktioniert hat für die AfD. Die war vorher in der Funk verschwunden, aber die Flüchtlingskrise und dann eben auch ganz besonders das Männlichkeitsthema, das hat die nochmal groß gemacht und eben in den Bundestag befördert. Weil sich da Männer eben ganz persönlich angesprochen gefühlt haben und endlich wieder eine tragende Rolle auch spielen können in unserer Gesellschaft als Männer. Und als mit dem, was sie als Männlichkeit eben auch verstehen. Also Privilegien, Status, herrschende Rolle in der Hierarchie oben, die Kontrolle haben. Ne? Ganz wichtiger Punkt, Kontrolle haben. Und deshalb funktioniert das eben mit dem Kontrollverlust zu mobilisieren. Also mit der Konstruktion des Kontrollverlustes natürlich. Und das ist passiert bei der Flüchtlingskrise. Es wurde als gesellschaftlicher Kontrollverlust konstruiert, den eine Frau zu verantworten hat, die Kanzlerin Angela Merkel. Weibliche Autorität, das war das Einfallstor. Martin Sellner hingegen verkörpert eher den jüngeren Typus. Das, was wir jetzt bei zum Beispiel so Filmen wie Je suis Karl, wenn auch sehr polemisch und sehr ins Extreme getrieben. Aber ich finde, den Typus, der da gezeichnet wird, diesen Karl, der ist relativ paradigmatisch, finde ich, dafür. Also sehr kompetent, gesellschaftlich kompetent gebildet. Das ist auch ein großer Unterschied zu den 90ern und zu diesen Baseballschlägerjahren. Wir haben einen weltgewandten, gebildeten Mann, Martin Sellner, auch der mehrere Sprachen spricht, wenn auch mit österreichischem Akzent. Aber ne, trotzdem, er hat dieses Weltgewandte. Und tritt eigentlich ziemlich sanft auch erstmal nach außen hin auf, also modern, vom Aussehen her. Er weiß die sozialen Medien absolut zu nutzen, YouTube und so weiter. Und er weiß, wie man das macht, dass man Frauen ins Boot holt. Dann gibt es diese Interviews, die er mit jungen identitären Frauen geführt hat. Da wird Männlichkeit und Weiblichkeit nochmal auf eine andere Stufe sozusagen gehoben. Diese jungen Frauen, die haben alle studiert und sagen dann, als Identitäre entscheide ich mich dafür, dass ich jetzt nach dem Studium, das ist meine freie Entscheidung, wenn der Feminismus irgendwas Gutes hatte, dann dass ich dann frei entscheiden kann, dass ich jetzt nur für meinen Mann da sein will, ich will ihm dienen und für die Kinder. Und ich möchte Kekse machen und backen und keine Ahnung was. Diese Frauen, die nutzen dafür die sozialen Medien, diese
haben genau deshalb, generieren die wahnsinnig viel Aufmerksamkeit natürlich, weshalb sich dieses Ideal auch verbreiten lässt und cooler wird, ne, und moderner wird und irgendwie ein anderes Image bekommt als noch in den beispielsweise 90ern. Und was diese jungen Frauen aber nicht sehen oder was sie auch bewusst eingehen vielleicht, ist diesen performativen Selbstwiderspruch, den sie da darstellen. Weil sie natürlich jederzeit sagen könnten, ach so, nee, doch nicht, ich trenne mich übrigens. Ich habe entdeckt, ich bin queer oder lesbisch oder was auch immer. Das könnten sie jederzeit tun. Das kann die Hausfrau der 60er Jahre, die sie da imitieren, das konnte die natürlich nicht. Und die hatte auch keinen Instagram-Kanal und hatte keine Aufmerksamkeit, keine öffentliche. Die hatte keine Öffentlichkeit. So, und das heißt, das ist schon ein Männlichkeitstypus und auch ein, also korrespondierenden Weiblichkeitstypus, der sehr, sehr medienwirksam inszeniert wird, der sehr gebildet rüberkommt, der also ein paar neue Qualitäten sozusagen dazu gewonnen hat und wo es sehr viel auch um Optik, um Ästhetik, um Aussehen geht, was verfängt. Vielleicht so weit oder sonst fragen Sie gerne noch. Okay, freut mich. Ja, prima. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja. Gut, ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen und da es so langsam auch schon die Abstimmung mit den Füßen beginnt, würde ich auch sagen, kommen wir jetzt zum Ende dieser Veranstaltung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Kaiser, für diesen tollen Input, dieses Gespräch. Auch nicht so einfach zu springen zwischen verschiedenen Themen und auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich hoffe auch, dass allen Teilnehmenden das hier ausreichend auch, dass sie die Möglichkeit hatten, sich einzubringen. Und ja, freue mich, wenn ihr auch bei unseren nächsten Fachgesprächen dann wieder dabei seid. Wir planen im Moment noch eventuell für Dezember eins, aber ansonsten werden wir im Januar, Februar weitermachen. Das Thema ist für uns weiterhin, liegt oben auf und im nächsten Jahr wird es dann auch zu dem Thema eine Fachtagung geben vom Forum Männer und dem Gunda-Werner-Institut. Dazu dann auf unserer Website mehr oder eben wir schicken natürlich entsprechend was rum. Ja, so viel von mir. Frau Kaiser, vielleicht noch ein paar letzte Worte Ihrerseits. Entschuldigung, musste gerade noch schnell im Chat was schreiben. Also vielen Dank nochmal für die sehr, sehr vielfältige Diskussion. Das bringt mich immer weiter, auch diese ganzen Denkansätze irgendwie mitgehen zu müssen und mir überlegen zu müssen. Ich freue mich immer so, auch so viel Zeit für Diskussionen zu haben. Das ist wirklich toll und ja, ich hoffe, dass also weiterhin da irgendwie in dem Netzwerk erhalten zu bleiben und dass wir im Austausch über diese Themen bleiben. Und danke für die Arbeit natürlich, die Sie da machen. Ja, vielen Dank Ihnen, vielen Dank allen, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal in diesem oder einem anderen Theater, wie das so schön heißt. Bis dahin. Tschüss.